dich auf, deine Finger zu lecken und den gesamten Teller abzuschlecken, weil du weißt nicht, in welchem Portion oder in welcher Stelle die Segnung liegt. Das ist so krass. Pass mal auf. Hier geht's noch weiter, warte. Aber guck mal, dann zeigt man denen das schon und die glauben es trotzdem nicht. Ja, das ist Weil normal, Alter. die werden niemals auf die Idee kommen, selber danach zu suchen, obwohl es da steht. Hier fragt gerade einer, was bekommen Frauen im Himmel, wenn Männer 72 Jungfrauen bekommen? Haben die nicht irgendwie... Bin ich noch drin? Ja, sie bekommen nur Nee. den Mann, der den sie als letztes in der Dunja hatten. Und Männer haben einen endlos irrigierten Zauberstab, ne? Nicht, ja, genau, nicht sowas sagen, sonst wärst du gesperrt. Ja, hab ich mir schon gedacht. Hier, guck mal, das ist auch wieder von Riyadus Salihin, von Imam An-Nawi, Hadith 747. The Messenger of Allah said, when one of you finishes eating, wenn einer von euch mit dem Essen fertig ist, he should not wipe his fingers, also er sollte nicht seine Finger abwischen, until he has licked themselves, bis er sie selber geleckt hat, or has given them to someone else, oder sie einem anderen gibt, zum Lecken, to lick. Das muss man sich nur mal bildlich vorstellen, wie gestandene Männer sich gegenseitig die Finger in den Mund stecken. Ja, habe ich ja gesagt, ich würde mal wissen, ob Sheikh Ibrahim, Abul Bara und Pierre Nein, Vogel nein. sich gegenseitig den Finger da, ne? Guck mal, dazu gibt es auch noch eine Sache zu diesem Sheikh Ibrahim. Es gab ja dieses Video von Sharo und ihm, ne? Und da war, ich glaube, das war direkt am Anfang, da wurde so ein Einschnitt eingespielt, da wurde dieser Ibrahim gefragt, darf man an Juden und Christen zu Freunde nehmen? Da hat er ja mit Nein geantwortet. Ja, der Richt. Ja, hat er recht, aber da denke ich mir, wie kann allein das schon kein Skandal eigentlich sein in der islamischen Welt, wenn die doch alle so tolerant sind. Aber die feiern den ja hier tot in TikTok. Die sagen ja, das ist bester Mann und so. Ja, natürlich, weil er Dings bekommen hat, Fame durch TikTok und so. Ja, Das das ist ist so scheinheilig, ne? Das ist unglaublich. ja. Du bist Iraner, ne? Ja, genau. Ja. Hier fragt gerade einer, wo steht das mit Fingerlecken? Habe ich doch gerade eben gesagt, was ist denn los bei euch, Mann? Rede ich hier einfach so umsonst, ohne dass jemand das mal aufschreibt, da reinschreibt in den Kommentar? Das ist unglaublich. Weiß nicht. Naja. Sahih al-Bukhari 5456, das kann man sich leicht merken. Sahih al-Bukhari 5456, sehr gut, ja, da hat das jemand schon gepostet, sehr gut. Der Prophet sagte, wenn du isst, dann wische deine Hände nicht ab, bevor du sie geleckt hast oder sie von einem anderen ablecken lässt. Aber guck mal, selbst wenn die das jetzt finden und das lesen, dann haben die immer noch eine Ausrede dafür parat. Was gibt's denn da für eine Ausrede? Das frage ich mich auch, aber irgendwie finden die ja irgendwas, was die Geh selber doch und machen. frag die Muslime, was ist das bitte? Was, wie? Ihr sollt nicht eure Finger abwischen, sondern sie lecken und oder sie von jemand anderem ablecken lassen. Also die einzigen, die das praktizieren haben, waren diese Inder da in Indien oder was war das? Pakistan oder was war das? Weil das habe ich irgendwo auch gesehen. Da hatten irgendwas Weißes an, so weiße Gewänder, ne? Ja, genau, das habe ich ja gepostet, das Video. Ja. So, mein Lieber, hast du noch eine Frage? Dann muss ich den nächsten. Nee, das wäre es eigentlich. Danke. Okay, Gott segne dich, mein Lieber. Ich auch. Ciao, ciao. Okay, mach's gut. Da ist unser kleiner Freund. Kleiner Freund, kleiner Bruder, schick eine Anfrage. Der mehr Gehirn hat als gesamte TikTok-Shisha-Muslime, auf jeden Fall. Da ist unser kleiner Bruder. Wo ist der kleine Bruder? Wo bist du, kleiner Mann?
Der war doch gerade hier drin, ne? Der Scheich schläft nie. Aber ist schon heftig, ne? Ihr Lieben, warte, Jonas. Ich will erstmal die Leute reinholen, die Dings sind. Muslime oder halt noch nicht im Glauben. Das geht jetzt erstmal vor, ihr Lieben. Sahih al-Bukhari 5456. The Prophet said, when you eat, do not wipe your hands till you have licked it or had it licked by someone else. Somebody else. Heftig, ne? Was ist das? Hallo. Wie geht's, Exmus? Ja, läuft nicht so gut. Ja, mir geht's gut. Handele Jesus, mir geht's gut. Ja, Alhamdulillah, Jesus. Immer diese Moslems. Debattierst du auch mit denen? Die geben nicht zu, ne, dass Aisha 6 Jahre alt war. Ja, die geben das nicht zu, weil die sehr, sehr angetan sind davon. Deswegen geben die das nicht zu. Die finden das schön, deswegen geben die das nicht zu. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Oh, danke schön, Cousins. Du bist Muslim Slayer, habe ich gehört. Was für ein Ding? Muslim Slayer. Was ist das? Ja, ne, du jagst die. Ach so, nein, Du hör mal auf ziehst die damit. an. Doch, Bruder. Ich möchte die Muslime aufklären. Das ist das einzige Ziel, was wir verfolgen, ist, die Muslime aufzuklären und sie ihre Geistlichkeit wieder Diese zurückzugeben, plus dass sie Mentalität dann, wieder zurückgeben. nein, ihre geistliche Vernunft auch, dass sie vernünftig denken und wieder rational anfangen zu denken und sich eingestehen, dass mit dieser Religion absolut etwas nicht stimmt und sie eine Entscheidung raustreffen sollten und für den Herrn Jesus Christus treffen. Ja, Bruder, aber ich befürworte keine von den drei Religionen. Ich bin jetzt Deist, aber ich sag mal so, das Christentum ist vernünftiger als der Islam, wenn ich jetzt so sage, weil die Menschen sind nicht so radikal. So. Das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Aber du selber wirst doch auch eines Tages in den Tod gehen. Ja, was passiert dann mit dir? Weiß niemand. Das weiß, Man das wissen wir Christen. ja, das sagen die Muslime auch, dass sie das Ja, aber wissen. ich würde niemals einen Gott glauben, der sagt, dass die Frauen Spermien haben, das sich zwischen ihren Rippen befindet. Also da können wir davon ausgehen, dass dieser Gott dann Die Schrott labert, oder? sagen auch, wenn der Mann im Paradies geht, dass der Mann 72 Jungfrauen Ja, also bekommt. siehst du, also können wir sagen, dass die Muslime Ja, in das jedem ist. Fall Unrecht haben, oder nicht? Ja, die denken ja nicht daran. Die glauben an diese Hodjas und so und deren Aussagen, aber haben noch gar nicht den Koran und so gelesen. Noch gar nicht. Also du siehst, der Wenn die Koran etwas nicht fällt da weg verstehen. und man kann dem Koran absolut nicht vertrauen, weil dieses Buch nicht von Gott ist. Und jetzt haben wir aber den Herrn Jesus Richtig. Christus mit der Bibel und seine Prophezeiung und diese sind nachweislich erfüllt und zwar 3000 248 am Stück. Was hältst du denn davon? Ja, Bruder, aber ich bleib lieber beim Desmos. Dankeschön für dein Angebot. Also hast du dich entschieden, so zu bleiben, anstatt dir Gedanken zu machen, ne? Bruder, guck mal, ich sag dir so, ich war davor Muslim. Ich hab dann auch immer so Scheiße gelabert wie diese anderen Moslems. Und ich hab dann auch immer diese Hodjas und so. Ich hab dann angefangen, irgendwie den Koran zu lesen, weil ich mich Was halt bist du, Türke? vergewissern wollte, weil ich den nicht ver. Wie bitte? Bist du Türke? Ja, Bruder. Okay. Ich habe mich nicht, wie soll ich sagen, ich habe nicht an diese Gelehrten so vertraut, und weil jeder Gelehrte sagt immer was Unterschiedliches. Man sagt ja, die Gelehrten sind sich nicht einig. Ja, immer sind sie sich nicht einig. ja, dann habe ich halt den Koran gelesen und dann war ich sehr schockiert. Dann muss ich diese Religion verlassen. Ah, So, okay. weil das ist nicht normal, was da alles im Koran steht. Und das ist ja das Problem. Die Muslime lesen ja nicht den Koran. Deswegen, wenn ich keinen Muslim so irgendwie mit meinen Aussagen beeinflussen kann, sage ich denen einfach, die sollen den Koran lesen. Ist Das ja sage ich das. denen ja, das sage ich denen ja auch immer, ne? Wenn ihr den Koran liest, dann werdet ihr schon sehen, was der Islam da für ein Zeugs fabriziert, ne? Das ist das Heftige. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber hast du die Bibel auch gelesen? Ja. Stark. Also du hast den Koran und die Bibel gelesen. Richtig, ja. Sehr gut. Dann hast du dich für den Christentum entschieden.
Ja, richtig, genau. Aber du warst früher Nicht für Muslim, das ne? Christentum, sondern für den Herrn Jesus Christus. Okay, für den Herrn Jesus Christus. Aber du warst davor Muslim, richtig? Ja, richtig. Ah, okay. Stark, stark. Ja, auf jeden Fall, Bora, wenn man an eine Sache glaubt, man muss sich halt befassen mit der Sache. Das ist ja problematisch, wenn man sich nicht mit der Sache befasst und dann immer so Scheiße labert. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen würde ich mich ja nicht hier reinstellen ins Internet, wenn ich mich nicht damit befasst hätte und einfach hier reinkomme und irgendeinen Quatsch erzähle, den ich auch nicht beweisen kann. Also von daher, was Ja, bringt denn mir das dann? auf jeden Fall. Du siehst, dass die Leute, die dann sagen, dass ich lügen würde, die absolut bösartig daherkommen, obwohl ich Beweise bringe, ne? Das ist unglaublich. Ja, Bruder, das sind auch Jahils, das sind, ja, ne, Ja, sehr gut, Bruder. du kannst ihre Meinung nicht ändern, weißt du, was ich meine? Die glauben mehr an, wie soll ich sagen, an diese Gelehrte als an den Koran an sich selber, weißt du, was ich meine? Die schauen zum Beispiel an einem Tafsir, obwohl die glauben ja an den Allah, und wenn sie an den Tafsir glauben, ist es doch quasi auch Schirk, wenn du so siehst. Ja gut, die Weil die Gelehrten wieder erklären ja leugnen dann doch den Vers, Allahs ne? Worte, diese Gelehrte. Ja genau, die erklären dann Allah, ne? Das ist unglaublich. Also die möchten damit sagen, Allah kann nicht gut erklären, ich erkläre es für Allah. Weißt du, Ja was ich genau, meine? so ist das. Das ist ganz schön krank, ja. Das hast du sehr gut erkannt. Obwohl Ja. Allah sagt, dieses Buch ist ganz klar, mit klaren Zeichen, verständlich für jeden. Und dann brauchst du auf einmal ganze Tafsirbücher, ganze Enzyklopädien, um in den Koran zu verstehen. Also was soll das, Eieiei, Mann? Mann. Und dann wollen sie mir sagen, ja, Aisha hat nicht mit 6 Jahren geheiratet, die war 18. Digga, das ändert doch nichts. Nein, Was ändert sich dran? Vielleicht ist die 10 Jahre älter, was ändert sich dran? Nichts. ja, diese Leute, die sowas sagen, berufen sich auf unauthentische Geschichtsbücher, die nichts mit dem Islam zu tun haben, sondern einfach ja, falsch ausgelegt werden. Ne? Ja. Und diejenigen, die sagen, sie war 6 Jahre zu dem Zeitpunkt, beziehen sich auf die authentischste Quelle des Islams, nämlich Sahih Bukhari. Und sogar Sahih Bukhari lehnen sie ab, manche Verse, also von manchen Natürlich. Hadithen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich würde mich auch in Grund und Boden schämen, wenn mein Prophet solche Taten getan hat. Ne? Wie kann man so jemandem folgen? Die sehen das ja nicht ein. Das ist manche Hadithe von Sahih Bukhari sehen sie nicht ein, dass es stimmt. Manche sehen sie ein. Die sagen, ja, unser Prophet hat dies und jenes, was ein Wunder gemacht. Aber die schlechten Hadithe lehnen sie ja ab. Ja, Quasi. das ist Das ist ja das Ding. Rosinenpickerei, das ist ja Unehrlichkeit. Okay, Ja. mein Lieber, hast du noch eine Frage? Dann hole ich den nächsten rein. Nein, Bruder, auf jeden Fall danke, dass du mich hochgeholt hast. Gottes Segen dir und deiner Familie. Okay, dir auch, Bruder. Danke, ciao. Ciao, Bruder. Ja, immerhin hat er erkannt, was der Islam da fabriziert, ne? Amir, kannst du uns Sahih al-Bukhari Band 1, Buch 5, Hadith 2, 7, 8 erklären, bitte? Ja, schauen wir mal nach. Bukhari 1, 5, 2, 7, 8. Narrated by Hani bint Abi Talib, I went to Allah's Apostle in the year of the conquest of Mecca and found him taking a bath while Fatima was screening him. The Prophet asked, "Who is it?" I replied, "I am Hani." Was ist das denn für ein Schrott? Das hört sich ja richtig pervers an. Was ist das, Mann? Das ist heftig. Das ist krass. Im Deutschen übersetzt heißt es, erzählt von Hani bint Abi Talib, ich ging im Jahr der Eroberung von Mekka zu Allahs Apostel und fand ihn beim Baden, während Fatima ihn untersuchte. Der Prophet fragte, wer ist da? Ich antwortete, ich bin Hani. Das ist ja krank. Wer hat jetzt wem unter die Tochter von Abu Talib, ich ging am Tag der Eroberung von Mekka zu Allahs Apostel und fand ihn beim Baden und seine Tochter Fatima beobachtete ihn.
Also die Tochter von Mohammed beobachtet Mohammed beim Baden, so naked oder was? Erzählt von Hani, die Tochter von Abu Talib. Ich besuchte Allahs Apostel im Jahr der Eroberung von Mekka und fand ihn beim Baden und seine Tochter Fatima beobachtete ihn. Überliefert von Abu Murra, die befreite Sklavin von Hani. Hani, die Tochter von Abu Talib, sagte, ich ging im Jahr der Eroberung von Mekka zu Allahs Apostel und fand ihn beim Baden. Ja, wundervoll. Was ist das für ein Müll, ey? Das ist krank, ey. Die Leute gucken Mohammed beim Baden zu und dann schreiben die es auf und geben das den nachfolgenden Leuten weiter, oder was ist das, Mann? Also für alle, die es nachlesen wollen, ist es in Sahih Bukhari, Band 1, Buch 5, Hadith 278. Ja, hört sich sehr verstörend an, also das ist echt heftig. Das ist krank, ey. Pass mal auf. Die Sunniten machen ja die Schiiten an in Sachen Zeitehe, ne? Kennt ihr ja, ne? Die Schiiten praktizieren Sure 424, die Zeitehe, das ist die Mutterehe, die Genussehe, die Freudenehe. Aber wissen nicht, dass die Sunniten eine andere Art von Ehe haben. Und das ist, zeige ich euch jetzt, das ist die Misyar-Ehe. Guckt mal hier. Von Frauen. Hier, guck mal. Zawaj al-Misyar. Guck mal hier. Die zu 100% korrekte deutschsprachige Übersetzung für diese islamische Ehe würde die Sorglos-Ehe lauten. Die Frau tritt im Rahmen einer zeitlich befristeten Ehe alle ihre Rechte ab. Der Mann muss sie also nicht mit Nahrung, Kleidung oder gar mit einer Unterkunft versorgen. Und der Mann gibt ihr auch kein Geld. Endet diese Ehe, so wirkt sie wie eine Scheidung. Der Mann verliert hierbei nicht einen Cent. Was die für Ehen haben, ne? Die haben Zawaj al-Misyar. Die Misyar-Ehe, da gibt es auch die Tagesehe. Die Tagesehe heißt deshalb so, weil der Mann hierbei seine Ehefrau ausschließlich am helllichten Tag antrifft. So kann seine andere Ehefrau niemals auf den Gedanken kommen, dass ihr Gatte gleichzeitig mit einer anderen Frau verheiratet ist. Schließlich schläft er jede Nacht bei ihr in seinem offiziellen Zuhause. Für gewöhnlich wird die Tagesehe von muslimischen Geschäftsleuten praktiziert, die ein sexuelles Verhältnis am Arbeitsplatz haben. So haben sie zum Beispiel Sex mit einer Sekretärin oder einer Putzfrau. Im Islam ist das vollkommen erlaubt. Ein Mann hat das Recht, jede zusätzliche Ehe vor seiner Ehefrau geheim zu halten. Absolut krank und bösartig. Das ist das Abscheulichste, ne? Wenn der Jesus Christus aber sagt, ein Mann verlässt seine Mutter und seinen Vater und hängt seiner Frau an und sie beiden werden ein Fleisch. Das ist so abartig, ne? Abartig. Kommst du wieder Freitagsgebet morgen? Ja, klar, wann soll ich kommen? Bruder, sprichst du Arabisch? Dann 13:30 Uhr, wenn nicht 2:30 Uhr. 2:30 Uhr, ich glaube, ich komme dann 2:30 Uhr, damit ich schon mal Bruder, die du hast dein Shisha-Tabak letztes für euch Leben bereit machen kann. Ex-Muslim! Hast du Shisha-Tabak, Bruder? Wie im Kindergarten, ne? Unglaublich. Das ist unglaublich. Freitagsgebet. Kommt bitte zum Freitagsgebet. Wir machen auch das Schachund. Bukhari 278, aha. Ach da ist unser kleiner Bruder. Hallo. Hallo, mein kleiner Bruder. Wie geht's? Mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Auch gut, auch gut.
Ja, schön, schön von dir zu hören. Ja, die Leute waren sehr, sehr begeistert von dir, mein kleiner Mann, mein kleiner Bruder. Ich wollte aus dir Robin machen. Ich bin Batman und du bist dann Robin. Und zusammen gehen wir dann Muslime aufklären. Du als mein Assistent, Robin. Aber das Ding ist halt, ich mache das auch wirklich in der Klasse. Sehr gut, wundervoll. Möge der Herr dich stärken, möge der Herr dich segnen, möge der Herr dich festigen. Du Amen. machst das wundervoll, mein Lieber. Amen. So jung und so reif, ich könnte staunen über dich, ehrlich. Danke. Wirklich, du hast meinen vollsten Respekt. Alle Ehre dem Herrn. Wundervoll, Hammer. Ja, du hast ein größeres Gehirn als die ganzen Euro-Shisha-TikTok-Muslime, die sich hier rumtreiben. Deswegen habe ich gesagt, zieht mal den Vergleich, Leute, zwischen ihm, den kleinen Jungen, und schaut euch mal die gesamten Euro-Muslime, die hier drinnen waren. Ist heftig, ne? Danke. Eine Frage: Wieso nennt man Muslime eigentlich Shisha-Muslime? Ja, weil diese Shisha-Muslime mit dem Islam ja nichts zu tun haben. Deswegen, die hängen ja nur in Shisha-Bars ab. Ah, macht Euro-Shisha-TikTok-Muslime. Sinn. Ja, genau wie einige, die hier gerade ihr Unwesen treiben in den Kommentarbereichen. Das sind die sogenannten Euro-Shisha-TikTok-Muslime. Ich merke auch, dass viele Muslime den Antichristen haben, weil die kommen rein, beleidigen, gehen wieder raus. Das ist so wie bei einer Hochzeit, komm, iss und geh. Du bist cool, Mann, ehrlich, du gefällst mir. Du bist heftig, ey, in so jungen Jahren, dass du so, dein Gehirn ist 10 Millionen Mal weiter als diese ganzen Leute, die hier drinnen waren, ehrlich, ey. Um Lichtjahre bist du denen voraus, mein kleiner Junge, Hammer. Du kannst stolz auf dich sein, möge der Herr dich gebrauchen für sein Wort, dass du überall das Wort des Herrn verkündigst. Du bist ein guter Junge, ehrlich. Ich bin wirklich begeistert von dir, echt. Halt immer Weißt am Herrn du, Jesus Christus fest, mein Lieber. werde ich. Weißt du, ich suche manchmal Quellen, weil meine Freunde sagen so, dies, das und so, im Koran steht dies und das. Dann komme ich halt immer damit, dass halt die Gelehrten sich nicht einig sind, wie du ja vorher gesagt hast. Wenn ja alle Gelehrten den Koran lesen, sollten sie ja alle einer Meinung sein. Aber das heißt ja, die würden alle interpretieren, was sie wollen. Das heißt, die können uns nicht sagen, dass wir interpretieren, was sie wollen, weil die Muslime glauben ja mehr an ihre Scheichs, anstatt, warte, ich komme gleich. Hey, komm mal her. Mama hat gerufen. Wie heftig, ey. Kleine, ich könnte ihn echt umarmen. Bester kleiner Mann. Der ist so die Miniaturversion von Dr. Sheikh Abu Amir. Bester kleiner Junge, ey. Wie der auch redet, wie bedacht und wie intelligent er rüberkommt, ne? Für so jungen Jahren, ne? Dass er sich so gut ausdrücken kann. Jetzt vergleich mal das, was bei den kleinen Muslimen hier abgeht. Das ist unglaublich. Ich bin nur am Staunen über ihn, ehrlich. Ich bin nur am Staunen. Und guck mal, der verkündigt das Wort des Herrn Jesus Christus unter seinen muslimischen Freunden. Hammer, ne? Lässt sich da nicht beirren. In so jungen Jahren, der Kleine. Ich bin echt begeistert. Ja, genau, Mini-Panzer. Das ist Robin und ich bin Batman. Batman und Robin. Ich glaube, der kann sogar mithalten mit einigen Muslimen hier drinnen, locker. Ich komme später wieder online, weil meine Mutter hat mich gerade gerufen. Ich komme gleich wieder. Kein Problem. Dr. Sheikh ist hier. Sobald du da bist, kannst du immer hoch. Okay. Friede sei mit dir. Ebenfalls. Tschüss. Mach's gut, mein Bester. Ciao. Ciao. Ganz. Toller Junge, ehrlich, ganz toller Junge. Gott segne ihn, den Kleinen, echt. Könnte nur staunen über ihn, ehrlich, nur staunen. Nur staunen. Abu Locke. Hallo, Assalamu alaikum. Walaikum salam, Gott segne dich und deine Familie.
Danke, dich auch, Dicker. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Du schießt ja immer wieder gegen Muslime, wa? Nein, ich schieße nicht gegen Muslime. Ja, du machst da immer irgendwelche komische Äußerungen. Ich habe mal eine kurze Frage, Dicker. Bei euch ist ja Jesus dreimal, wa? Gott, der Heilige Geist Nein, und Vater. nein, nein, Wie nein. nun? Der Herr Jesus Christus war schon von Ewigkeit der ewige Gott und dann wurde er Mensch. Also Jesus war erstmal Mensch, also erstmal war er Gott, dann war er Mensch. Der Herr Jesus Christus ist der ewige Gott, der dann Mensch wurde. Er war Okay. schon in Ewigkeit Gott, deswegen sagt er auch in Offenbarung 1,18: Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr Jesus Christus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay. Ich habe mal Okay, eine andere du Frage. bist doch Muslim, oder? Alhamdulillah, ja. Okay, Allah hat doch 99 Namen, richtig? Ja. Einer der 99 Namen Allahs ist Al-Awwal wa Akhir, richtig? Okay, ja. Das befindet sich in Sure 57, Vers 3, richtig? Digga, guck mal, sag dir mal eine andere Sache. Ich will die gerne, Warte, ich will die gerne. lass uns mal ganz kurz Ja. erstmal das Thema Ja, durchgehen, okay. Herr Anna. Ja, stimmt. Okay, erzähl, ja. Okay, also der Allah hat 99 Namen und kein Geschöpf oder kein Prophet darf sich einer dieser Namen nennen, weil das Gott sich Gott gleich machen bedeutet, richtig? Ja, aber du kannst doch nicht einen Menschen als Gott sehen. Du Ich kannst will doch den nicht Menschen. einen Menschen, du kannst Ich doch nicht sehe einen nicht einen Menschen, Menschen als der Gott, mein Windeln Lieber. Du musst getragen mir hat. schon zuhören. Du musst mir folgen. Du musst mir Ja. folgen. Ja, aber Du warum? Guck betest. mal, ich höre doch, ich folge, ich höre dir doch die ganze Zeit schon im Live zu. Ich höre doch genau, auf was du hinaus willst. Ich weiß doch genau, was du so gut so sagen willst, ja? Ich will dich nur was fragen. Wie kann ein Mensch an einen Menschen glauben, der Windeln trägt, Dicker, ja? Der sich selber eingeschissen hat, ja? Wo eine Frau zwischen seine Beine gehen musste, ihn den sauber machen musste, ja? Wie geht das, Okay. Bruder? Du sagst, es ist euer Gott. Eine Frage. Es gibt einen Gott, den kann man nicht sehen. Allah subhanahu wa ta'ala, der Gott für alle. Das Problem ist, du versuchst Likes zu machen. Ich denke auf jeden Fall, Dicker, Nein, du das hat bist doch nichts mit Leid Jeside. zu tun, Du mein bist, guck Lieber. mal, es ist Ich nicht bin böse, kein Jeside. Jeside oder nicht Schrei doch Jeside, es ist nicht. Schrei doch alle in nicht. Du meinem kannst auch Herzen. Aber normal du, alles sagen. Ich ich habe keine schreie Lust, doch dass du mich nicht. hier anschreist. Ich schreie doch Beruhig nicht. dich Aber du doch. bist Jeside. Du bist kein Beruhige dich doch Christ. mal. Beruhige dich doch mal. Du hast einige Punkte genannt, die man so nicht stehen lassen kann. Du kannst doch nicht tausend Sachen in den Raum werfen und ich kann nicht darauf antworten. Das ist doch Quatsch. So führt man doch keinen Dialog. Naja, ich hab dir ja mehrmals schon Du zugehört bist doch und noch ich weiß sehr, ja, du dass bist doch deine noch, du Intention, bist doch ich. noch, du bist doch noch sehr jung, mein Lieber. Wie alt bist du? 17, 18? 17, 18? Ja, wie alt bist du? 17 oder 18, oder nicht? Ich bin 17 und 18. Ich bin 28. Nein, erzähl nicht, du bist nicht 28. Glaub mir, ich bin 28. Ja, auf jeden Fall, du siehst doch, du hast dich doch noch niemals mit dem Islam auseinandergesetzt, sonst wüsstest du, dass Allah ein Schienbein hat und somit hat er auch Körperteile. An was ist denn Allahs Schienbein gebunden? Verstehst du? Du, guck mal, du nimmst, sag ich mal, so ein Stichwort, ja, du nimmst ein Stichwort, ja, und setzt es dann für dich um. Was Verstehst für du, ein was ich meine? Stichwort, was für ein Stichwort. Ich sage doch nur das, was du zu mir sagst, halte ich dir einfach den Spiegel vor. Wenn du Nee, also ein nee, Problem ich hast, frage wenn du dich, du also hast mir ein ja nicht Problem hast, geantwortet, wenn du du hast mir ja also nicht ein, geantwortet, Dicker. mein Lieber, Ja. ein Problem hast, dass Gott Mensch wurde und ein perfekter Mensch wurde, sündlos, rein, heilig, perfekt, warum hast du dann kein Problem mit Allah, der ein Schienbein hat und zwei rechte Arme und ein Daran Fuß? glaube ich nicht, das, was du sagst, daran glaube ich nicht. Das ist Ja, wie deine daran glaube Meinung. ich nicht? So hat sich doch Allah Ja, offenbart. das, was im Koran steht, daran glaube ich. Aber das, was aus deinem Mund kommt, daran glaube ich gar nicht. Weil du, guck Ja, aber mal, das Dicker, ist doch nicht aus du bist, meinem Mund, das sagt ein das, Prophet, Mann. ja, aber das ist, aber er sagt das anders, als wie du das sagst. Okay, Verstehst sollen du? wir das Du zusammenlesen? versuchst, Sollen wir das zusammenlesen? das, ja, aber du versuchst es anders zu Wollen wir das erklären. zusammenlesen, damit du sagst, Amir, Mach du mal hast auf, recht, ja, mach mal stimmt. auf, mach mal auf, zeig Ja, mal. du kannst das für uns vorlesen. Sahih al-Bukhari, Hadith 7439. Wieso? Warte mal. Du willst mir doch was beweisen. Dann mach es doch auf und zeig es mir. Du willst mir doch Ich was beweisen. will, dass du selber liest, nicht ich soll für dich vorlesen. Du sollst es selber lesen mit deinen eigenen Ich Augen. will nur wissen, warum du eigentlich Fitna zwischen Christen und Muslime machst. Boah, Das jetzt ist das siehst du Problem. schon wieder lenkt ab. Danke. Tschüss. Ich habe keinen Nerv für sowas. Entweder du bist bereit zu lernen und zuzuhören und zu sagen, Amir, wo steht das? Ich möchte das gerne nachprüfen. Dann sage ich, oh, der ist bereit zuzuhören. Er ist bereit aufzuschlagen. Mit ihm kann man ein Gespräch führen. Aber schon wieder zu sagen, ja, du machst nur Fitna und jetzt auf einmal lenkst du ab und so, was soll das?
Was soll das, Mann? Was soll das? Einfach zuhören und sagen, okay, Amir, wo steht das? Ich möchte das gerne nachprüfen. Ich möchte das vor allen vorlesen. So, ich nenne dir die Quelle, Sahih Bukhari 7439, und du kannst das dann für uns alle vorlesen. Dann siehst du, ob ich gelogen habe oder nicht. Das ist doch fair. Warum soll ich das denn vorlesen? Du kannst das doch für uns alle vorlesen. Oder? Ist das fair, Leute? Es sei denn, er will nicht. Genau, so sieht's aus. Es sei denn, er will nicht, weil er weiß, dass die Wahrheit unangenehm wird. Versteht ihr? Weil wer kann denn akzeptieren, dass Allah auf einmal sein sexy Schienbein zeigt? Ja, sexy Schienbein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, mittlerweile wissen die Muslime, dass sich sowas und sowas ganz Komisches im Islam befindet. Ne? Ich glaube sogar, den Fuß von Allah finden wir in Sahih Bukhari 4848, glaube ich. Ne? Warte, ich guck noch mal. Boah, ich bin gut. Sahih Bukhari 4848, Hammer. Und hier heißt es, der Prophet sagte, the people will be thrown into the hell. Also die Leute werden in die Hölle geworfen. Fire, also die werden in die Höllenfeuer geworfen. Und das Feuer wird dann sagen, are there any more to come? Gibt es noch mehr, die kommen sollen? Sure 50, Vers 30. Bis Allah, till Allah puts his foot over it. Bis Allah seinen Fuß über die Hölle setzt und die Hölle wird dann sagen, Qattim, Qattim, genug, genug. Dein Allah hat einen Fuß. Dein Allah hat einen Fuß, falsch übersetzt, falsch übersetzt. Ich kann das nicht mehr, warte, ich zeige euch das, ihr Lieben. Falsch übersetzt, das ist das Einzige, was sie können, ey. Falsch übersetzt. Es wurde immer falsch übersetzt. The prophet said the people will thrown into the hellfire. And it will say, are there any more to come? Warte. Till Allah puts his foot over it. Siehst du, Allah hat einen Fuß. Allah hat einen Fuß. Ich geh kaputt. Allah hat einen Fuß. Sahih Bukhari 4848. Das ist eine Fake-Seite. Ich geh kaputt. Siehst du, die Muslime können das nicht glauben. Die Muslime sind am Ende, dass ihr Gott einen Fuß hat. Das ist unglaublich, ey. Allah hat einfach einen Fuß, dass er über die Hölle setzt. Das ist so krank. Amir, kannst du 1. Johannes 4, 6 bis 11 vorlesen? Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren oder erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja. Allah hat einfach voll die Körperteile. Two of his hands are right hands. Ach, guck mal, der hat mein Profilbild drin. Guck mal. Da ist Dr. Sheikh Abu Amir. Super. Super. Hey, super. Guck mal mit dir. Ich bin mit dir live. Hallo. Hallo. Hä? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir?
Hallo. Hallo. Moin. Morgen. Du kriegst mich nicht schon wieder. Bitte? Ich hoffe, du kriegst mich nicht schon wieder. Ja, wenn du keinen Blödsinn erzählst, dann krieg ich dich nicht. Gut, wenn du keinen Blödsinn erzählst, dann krieg ich dich auch nicht. Ja, wenn du schon so anfängst, habe ich überhaupt keinen Bock auf dieses Gespräch. Ja. Okay, pass auf, ich will eigentlich nur eine Sache, und zwar die moderne Thematik jetzt, Israel, Palästina. Ich wollte dich fragen, ob du die israelische Haltung, ich meine jetzt generell, dass Israel, also dass sich dort ein Israel gebildet hat in Palästina, findest du das, kann man rechtfertigen, dass dort in einem anderen Land einfach ein anderes Land sich festgesetzt hat? Ob das moralisch, Ethik vereinbar ist, ist eine ganz andere Sache. Aber du siehst, dass dein Gott, du bist ja Muslim, du siehst, dass dein Gott in Sure 5, Vers 20 bis 23 den Juden ihr Land gegeben hat, ne? Also du gehst jetzt auf religiöse Schiene, also du rechtfertigst das mit Religion. Ich gehe davon, wenn die Muslime, weil die Muslime regen sich ja darüber auf, dass die Israelis den Palästinensern das Land weggenommen haben. Und dann sehen wir auf einmal, dass die Muslime ja noch nicht mal ihre eigene Schrift lesen, um zu erfahren, dass Allah ihnen das Land verheißen hat. Selbst Allah sagt, das ist euer Land. Geht dahin und besiedelt es. Aber mir geht es ja gar nicht um den religiösen Kontext. Ich habe dich ja gefragt, ob das international, also... wenn jemand das Land wegnimmt, ist das eine schöne Sache. Was meinst du? Nee, ich finde, das ist ein Skandal. Da sind wir uns doch einig, oder nicht? Egal, wer wem das Land wegnimmt, oder? Ja, das wollte ich ja von dir wissen. Das war ja meine Frage. Also, meinst du, ich sage jetzt zu dir, das ist wunderschön, dass irgendjemanden das Land wegnimmt? Nein. Findest du, das könnte man irgendwie rechtfertigen? Was willst du das denn rechtfertigen, mein Lieber? Stell dir mal vor, ich vertreibe dich aus deinen Wohnstätten. Nein, ich meine... Ich erkläre dir doch, wie ich das meine. Historisch, meine ich, gibt es da wieder Leute, die sagen dann, ja, aber vor den Muslimen waren ja die Juden da. Und das ist ja halt dann nicht ein Wegnehmen, sondern ein Wieder-Zurückholen. Findest du, das ist eine legitime Rechtfertigung? Wieder zurückholen, wenn die Israelitis ihr Land wieder zurückholen? Kann man das von der Perspektive betrachten? Das wollte ich wissen. Wir können das nur aus dieser Perspektive betrachten, weil wenn du die Bibel aufschlägst, dann siehst du ja auch die Geschichte hinter der ganzen Sache. Du siehst, dass das Volk Gottes sehr gelitten hat, und zwar durchweg der gesamten Weltgeschichte. Und der Herr Jesus, der ja sein Volk über alles liebt, der hat ihnen ein Land verheißen, und dieses Land sollten sie ja besiedeln. Und die Juden wurden da durch die ganze Welt verstreut. Und wir haben aus der Bibel heraus eine Prophetie, dass der Herr selbst sein ganzes, also die ganzen Juden wieder von der ganzen Welt verstreut wieder zurückbringen wird ins verheißene Land. Also du siehst, dass Gott selber am Werk ist und die Juden wieder ins verheißene Land geholt hat. Somit hat sich die Prophetie 1948 erfüllt. Weißt du auch, dass die Juden das Land damals, also die Hebräer damals das Land anderen weggenommen haben? Das war doch immer ihr Land, laut biblischer Geschichte. Nein. Die Hebräer sind ja nach Kanaan gezogen. Ja. Und die Kanaaniter waren keine Hebräer. Ja. Das sind die gewesen, die wir heute die Phönizier, die dann später halt die Phönizier, zu denen gehören sie an. Die Phönizier stammen ja von den Kanaanitern ab. Super, wollen wir jetzt hier Ethikunterricht halten, oder was möchtest du denn jetzt wissen? Ja, du hast ja jetzt gesagt, ich will dir jetzt nichts in den Mund legen. Ich habe dich ja gefragt, deine Frage war, ist das moralisch in Ordnung, dass irgendjemand das Land wegnimmt? Ich habe dir eindeutig gesagt, nein, das ist nicht so, und das ist unmenschlich, das sollte man nicht machen, fertig aus. So. Ich finde das ja okay. Nur, ich habe ja auch von denen geredet, ich habe dich ja gefragt, es gibt ja Leute, die sagen, ja, aber das ist ja das Land der Juden, und die Araber haben das die Juden ja vorher weggenommen. Und so rechtfertigt man sich ja dann irgendwann auch. Und ich wollte halt wissen, ob du das auch gewisserweise als Rechtfertigung sehen könntest oder siehst. Mein Lieber, wir können den ganzen Tag über solche Themen rumphilosophieren bis zum geht nicht mehr, und da kommen wir nicht auf einen Nenner. Vielmehr lass uns doch mal reden über deine Ewigkeit. Wo willst du sie denn verbringen? Ist das nicht ein wichtigeres Thema?
Können wir etwas ändern an der Sache mit Israel und Palästina? Vielleicht dadurch, dass Menschen miteinander reden. Was können so zwei kleine Menschen wie du und ich gegen solche großen Länder und so viele Menschen bewirken? Meinst du, durch ein TikTok-Gespräch können wir irgendwas ändern? Ich bitte dich, Mann. Also, wenn du nicht redest und ich nicht reden und er nicht redet und sie nicht redet. Du wirst daran nichts ändern können, raffst du das nicht? Auch wenn wir jetzt darüber spekulieren und sagen, wer wem das Land weggenommen hat und wie, was, wo. So, Ende aus. Der Christ ist dazu befohlen worden, von seinem Herrn für die Menschen zu beten. Verstehst du das? Wenn wir nicht darüber reden, ja, allein wir, ja, ist egal, ob das jetzt was ausmacht oder nicht, aber aus Tropfen entstehen Meere. Und auch ein ganzes Meer ist nicht ein Meer im Ganzen, sondern es besteht im Endeffekt aus Tropfen, kann man auch sagen, also aus ganz kleinen Teilchen. Also das heißt, wenn du jetzt jedem sagst, Leute, es macht keinen Sinn, lass nicht reden, dann redet nur die eine Seite. Das meine ich doch gar nicht, aber du siehst doch, dass ich ein ganz anderes Ziel verfolge. Du siehst, dass ich über gewisse Themen spreche mit Muslimen und sie aufkläre gegenüber ihrer Religion. Willst du jetzt mit mir über Land wegnehmen reden und was damals wem was gehört und sowas? Wenn du sagst, das ist jetzt nicht mein Thema, dann völlig okay. So, ich hab dir aus meiner Perspektive ganz klar meine Sicht erläutert, habe gesagt, nein. Derjenige, der irgendjemand das Land wegnimmt, ist moralisch, ethisch nicht in Ordnung, ist nicht vereinbar. Somit habe ich dir doch geantwortet. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter in die Tiefe gehen. Viel lieber, man muss doch mal darüber reden, was mit dir nach dem Tod passiert. Weil ich weiß, du bist ja ein Atheist, du glaubst ja überhaupt gar nicht an Gott, nichts. Ja, also ich habe nicht gesagt, dass ich ein Atheist bin, aber später... Ich habe doch schon mal mit dir geredet. Was? Ja. Du warst es doch, der gesagt hat, dass es Menschen gibt, die was Besseres kreieren können als Gott. Und da war ich fassungslos, dass du sowas gesagt hast. Ich erinnere mich noch. Ja, und da war schon mein Bruder auch drin und da meinte er, das kann doch nicht wahr sein, dass du Menschen vergleichst mit Gottes Schöpfung. Allein das menschliche Auge, sowas herzustellen, weißt du, was das heißt? Fand ich es sehr traurig, dass du das zum Anlass genommen hast, mich zu kicken. Weil du die ganze Zeit das nicht begreifen wolltest. Du hast Menschen gleichgestellt mit Gott, mit Gottes Schöpfung, was Gott schafft. Du kannst doch nicht einen Gott vergleichen mit seiner Schöpfungskraft, mit Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal ein architektisches Wunder hergezaubert haben. Okay, gut. Aber wer hat dieses komplexe Universum geschaffen? Allein wenn du nur in den Himmel blickst, die Sterne in der Reihenfolge, das Universum. Also weil du mich gekickt hast und nicht ausreden lassen hast, hast du auch gar nicht verstanden, was dahinter steckt, hinter der Aussage. Hinter der Aussage, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, mein Lieber. Es ist nicht wichtig, ob eine Sache mega groß ist, mega komplex und mega kompliziert ist. Ja, ich habe aber keinen Nerv mehr mit dir, über solche komischen Dinge zu reden, die überhaupt gar keine Frucht tragen. Verstehst du das nicht? Dann tut mir leid, dann müssen wir hier einen Cut setzen und dann können wir nicht miteinander auf einen Nenner kommen. Ich möchte dir gerne Jesus Christus näher bringen und was er meiner Seele getan hat. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, was er deiner Seele auch antun kann. Nämlich das Gute. Verstehst du, dass du umkehrst von deinem Leben und ihm dein Leben übergibst. Schade, ich kann dich natürlich, also wenn du nicht willst, dann ist okay, dann kann ich das ja nicht ändern. Ne? Ich kann dich ja nicht zwingen, dann den wahren Weg zu sehen und zu finden. Den wahren Weg, ich habe doch den wahren Weg gefunden, denn der Herr Jesus Christus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja. Ich glaube einem Sündlosen. Du jemand, denkst, der dass niemals gelogen hat. Du denkst, dass du den wahren Weg hast. Ich denke, dass ich den richtigen Weg habe. Ja, okay, und am Ende werden wir dann sehen, wer den wahren Glauben hier auf der Erde angenommen hatte. Okay? Danke dir für das Gespräch. Gott segne dich und deine Familie. Schönen Abend, ciao. Mach's gut. Ja, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ich habe mich entschieden für jemanden, der noch nie in seinem Leben gelogen hat, der ein heiliges, makelloses, perfektes Leben vorzuweisen hat. Und ihm übergebe ich gerne mein Leben. So einfach ist das. Und jeder Christ oder egal, jeder Mensch, der nur das Leben von Jesus Christus betrachtet, wird schon in die Knie gezwungen werden. Allein sein heiliges Leben ist es unglaublich, unfassbar. Nur der Herr Jesus Christus ist wundervoll, wunderschön, heilig, gerecht und perfekt. Ja. Und ihn mit irgendeinem normalen Menschen zu vergleichen, ist... Ja, wie mein Bruder heute schon gesagt hat, du kannst doch nicht einfach ein Bugatti Chiron vergleichen mit Opel Corsa von 1998. Das geht ja nicht, das ist unmöglich. Die Perfektion, dieses Design und alles, das ist ja unbeschreiblich, das geht nicht. Ja.
Hallo? Hallo? Friede sei mit dir. Auch mit dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ey, ich finde das so cool. Ich hab dich in meiner For You-Page so oft gesehen. Ich finde das so toll, was du für Sachen machst. Auch das, wie du mit diesen Lichtschwertern. So, weißt du, diese Metapher, ich fand die so geil. Mit Luke Skywalker. Mit Darth Vader, ne? Wo ich das erklärt habe, mit dem Palmen-PN jetzt, ne? Ja, genau. Ey. Ja, muss dir mal vorstellen, der Allah hat sich einfach seine Sachen kopiert von Star Wars. Die Muslime werden einen immer irrigierten Palmen-PN jetzt bekommen, ey. Und werden es gleichzeitig mit zwei Schwestern so, ne, Verkehr haben. In Tuhfatul Habib al-Shahl al-Khatib auf der Seite 353 und 352. Mach immer so weiter, bitte. Mach so weiter, bleib so wie du bist. Und ich sehe dich irgendwie, bist du öfters live hier? Ich bin immer live, Dr. Sheikh Abu Amir kommt so oft wie es geht, ne? Ich habe dich jetzt gefunden. Gut, dass ich dich gefunden habe. Sehr ja, schön. Siehst du, dann kannst du mir folgen und eines Tages kannst du auch, so Gott will, dem Herrn Jesus Christus auch dienen, ihn annehmen und deine Seele in Sicherheit bringen. Amen. 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 Okay, das ist. Segne dich, mein Lieber. Ich auch, mein Herz. Ciao, ciao. Mach's gut. Ja, wundervoll, ne? Guck mal, da sind jetzt 1000 Leute, ihr Lieben. Wahnsinn. Möge der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen, eure Familien. Und euch das geben, was ihr auch benötigt in eurem Leben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen für euch, dass ihr eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, der fähig ist, eure Schuld zu tragen. Denn es gibt keinen anderen Retter als Gott selbst. Und das sagt er auch im Alten Testament. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Und außer mir gibt es keinen Retter. Und der Herr Jesus Christus gibt sich selber den Titel der Retter. So sieht's aus. Lukas 2, Vers 11. Leute, Tipico spielen. 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen. Tipico, jetzt. Alles mal 3. Alles mal 3, Leute. Jetzt kommen die 500.000, werden wir noch knacken. Nur wie der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch im Buch des Lebens verzeichnet haben. Amen. Möchtest du nicht reden, dann nicht. Ja. Dankeschön. Danke, ihr Lieben, für die Geschenke. Gott segne euch. Was geht? Für die Geschenke. Ich spiele. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, aber leider bist du ja nicht gesegnet. Ja, doch, durch den Herrn Jesus Christus schon. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Zorns. Was? Das kann gar nicht sein. Weißt du? Doch, das kann sein. Der Zorn ja, Gottes bleibt auf dir. Ja, aber kannst du beweisen, dass Jesus Gott ist? Ja, absolut. Ja, aber in der Bibel hat doch Jesus auch rassistische Äußerungen getätigt. Rassistische Äußerungen getätigt? Aha, was hat er denn gesagt, dass schwarze Rosinenköpfe sind wie Mohammed? Nein, aber irgendwo hat er auf jeden Fall gesagt, wo eine kanadische Frau ihn... kanadische Frau, meinst du? Was für kanadische ja, genau. Frau? Kanada oder was? Ja, keine Ahnung. Eine Frau, ja, aber du Kanada. Weißt, was ich meine. Eine Frau aus Kanada. Ja, ich geh kaputt, ey, bitte her. Das ist heftig. Je später der Arm, desto besser die Gäste, ne? Kanada neben Israel. Kaputt, ey. Diese Streams sind so heftig, die sind schon legendär, ne, ihr Lieben. Mit was für Leuten ich es hier zu tun habe, ich kann nicht mehr, ehrlich, ey. Ich brauche dringend Urlaub. Wer hat Bock, Dr. Sheikh Abu Amir auf die Malediven einzuladen? Ich will in das türkise Meer springen, so. Ich will entspannen, weg mit Handys, alles, ey. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht, ey.
Ich fahre nach Kanada, genau. Ja, genau, Sahih al-Bukhari, siehst du, hier ist das. Sahih al-Bukhari 7142. Mohammed nannte einen Äthiopier Rosinenkopf. Heftig, ne? Unglaublich, das nennt man Rassismus, oder? Wieso betet Jesus wie ein Muslim? Der betet doch nicht wie ein Muslim. Oh, da ist schon wieder das Schild. Wahnsinn, Gesamtaufrufe, 18.700 Gesamtaufrufe, ihr Lieben, Wahnsinn. Leute, Tipico, komm. Alle zusammen, jetzt, Tipico zusammen. 3, 2, 1, jetzt, let's go. Alles mal 3, Leute. Alles mal 3 gibt's hier. Hallo, was geht, Onkel? Onkel Dr. Sheikh Abramid ist hier. Was kann ich für dich tun? Dings, ich wollte fragen, wie man seinen Glauben sehr gut stärken kann. Und Jesus Christus in deinem Herzen lässt und ihn Herr über dein Leben lässt. Es ist eben schwierig wegen Familie und so, weißt du? Ist überhaupt gar kein Problem. Der Herr Jesus Christus gibt dir die Versicherung. Wenn du alles verlässt, um seines Namens willen, so wirst du es hundertfältig zurückbekommen. Ja, ist halt schwierig, wenn man jung ist, ne? Ich weiß, aber der Herr Jesus Christus verlangt auch von dir eine Entscheidung. Weil du wirst ja auch eines Tages ohne deine Familie vor Gott stehen, oder? Ja. So sieht's aus. Und der Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr zu mir steht, so werde ich auch zu meinem himmlischen Vater zu euch stehen. Vor meinem himmlischen Vater zu euch stehen. Also habt keine Ja, Angst, mein vertraut Glaube dem Herrn ist auch Jesus halt Christus. schwach, ne? Also ich merke, mein Glaube, ich habe einen Glauben. Aber der ist halt, sagen wir mal, schwach so, ne? Man muss sich halt irgendwie einleben, irgendwie, ne? Ist halt neu für mich, so direkt. Ja, Aber ich finde, das nicht ist nur. das Richtige, ne? Ach, du hast den Islam auch verlassen, oder was? Nein, nein, ich war der mit der Alevite, der mit dir gesprochen hat letztens. Ach so, okay, alles klar. Ja, natürlich, klar, du musst schon zum Herrn Jesus Christus stehen, ne? Du darfst keine Angst haben, ne? Ja, ich habe schon meinen Eltern das alles erzählt, aber die haben halt Vorurteile, weißt du? Ach so, ja, dann kannst du ja deine Eltern durch deinen guten Wandel in Jesus Christus ja überzeugen. Das ist das, damit du sie gewinnen Ja, habe kannst ich für schon. Jesus Christus. Die sollen also sehen, Ich dass habe der schon. Herr dich zum Guten, zum Positiven verändert und nicht, dass du auf einmal anfängst, über Dschihad nachzudenken und dir irgendwie einen Gürtel um den Bauch zu schnüren und sowas. Da sollen deine Eltern froh sein. Ja, ich habe auch meiner Mutter so Verse gezeigt über die Frau in der Bibel, ne? Dann war sie schon erstaunt, so, weißt Natürlich, natürlich, der Mann soll seine Frau lieben wie sein eigenes Leben. Epheser 5,25. du? Eben, und dann, ja, Vorurteile, aber man kann es auch irgendwie verstehen wegen IS und so, ne? Ja, klar, natürlich. Aber dann zeige ich halt denen, wie das halt ist und so, und dann zeigt man ja das Leben von Jesus und dann sieht man ja, wie heilig er war, ne? Natürlich, mit Jesus Christus. Du kannst niemand mit dem Herrn vergleichen. Er hat ein makelloses, heiliges, perfektes Leben gelebt. Allein ihm zu dienen sollte eine Ehre für uns alle sein. Ihm nachzufolgen sollte eine Ehre für uns sein. Er kannte gar keine Sünde. Weißt du, was das bedeutet? Ja, guck mal, Ja, das was war der hier ein schreibt. Gedanke. Mohammed war besser. Er nennt Mohammed einen besseren Menschen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und mit 9 Jahren entjungfert hat. Das nennt er besser als Jesus. Schaut euch das an. Wie fertig muss ein Mensch denn sein? Wie fertig kann man sein? Aber ich merke auch, ne, die Muslime, die lügen manchmal, ne, weil die sagen auch, dass die Bibel Kinderehe erlaubt, aber bei Korinther steht ja Korinther 7, 36 sogar, dass man ja über der Reife sein muss, ne? Über die Aber Reifen. das Du sagen kannst, die jeder nicht. von euch kann eine Wortstudie unternehmen. Das Wort ist Hyperakmos. Das griechische Wort ist Hyperakmos. Und du kannst in Bibelhub reingehen und dann wird dir das Wort erklärt. So einfach ist das. Und so machst du jeden Muslim mundtot, der auch nur wagt, 1. Korinther 7,36 aufzuschlagen und dir das dann so vorzuwerfen. Ja, weil Ja, ich sein gucke mal Buch dazu selber. wirklich aufruft, in Sure 65, Vers 4, wissen wir, dass der Allah erlaubt, mit Kleinkindern dann zu heiraten. Und dementsprechend sehen wir auch das Vorbild der Muslime, der auch ein kleines Kind geheiratet hat von 6 Jahren und die Ehe vollzogen hat, als sie noch nicht ihre Menstruation erreicht hatte.
So sieht's aus. Und ich habe und das Ganze Frage findest du, und das Ganze finden die Muslime in Sahih al-Bukhari 61,30. Mohammed hat wirklich ein Kleinkind angefasst. So ist er. Ich habe noch eine Frage zu den Kirchen. Ne? Also man, ich habe gehört, dass manche so orthodoxe Katholiken sagen, dass Petrus der Stein wäre oder so. Bei einem Vers sagt er das Jesus oder so, ne? Mhm. Warte mal ganz kurz. Hier schreibt eine, Aisha war nicht 9 Jahre alt, sondern hatte schon mit 9 Jahren ihre, warte mal, wo war das? Ihre Periode. Habt ihr das gesehen? Das ist das. Sie alle denken, dass sie mit 9 Jahren ihre Periode hatte. Keiner von uns würde auch nur wagen, wenn ein 9-jähriges Kind anfängt zu menstruieren, sie anzufassen. Aber bei Mohammed, guck mal, wie sie die Leute ihn verteidigen. Absolut bösartig. Und da sagt der Herr im Alten Testament, in Jesaja 5,20, wehe euch, die ihr Gutes böse nennt und Böses gut nennt. Finsternis zu Licht erklärt und Licht zu Finsternis. Ihr werdet eure Packung noch bekommen. Spätestens, wenn ihr in den Tod geht. Und dann werdet ihr sehen, wo ihr mit eurer Moral und Moralanstand und Ethik hingegangen seid. Dass ihr sowas verteidigt. Ihr seid am Ende, seid ihr. Also das mit den Konfessionen, ne, das ist halt schon Dings verwirrend. Ne? Also was die da sagen. Ich meine, die Katholiken lernen ja nicht mal so Wiedergeburten. So, ne? Das ist komisch bei denen. Ja, viele Katholiken sind in ihren Traditionen gefangen. Ne? Man muss sie auch aufklären, dass der Herr Jesus Christus von ihnen verlangt, dass sie von Neuem geboren werden müssen. Ja, und die haben ja auch so, die verehren ja so Heilige, ne? Mit unter anderem, ja, das macht die orthodoxe Kirche auch. Aber was soll man denn bei einer Gemeinde beachten? Also was muss sie denn haben? Sie muss den Herrn Jesus Christus im Fokus haben. Dein Vorbild, dein Herr und dein Gott. Er ist der zentrale Glaube deines Lebens. Der Mittelpunkt deines Lebens. Er sollte immer im Vordergrund sein, in jeder Predigt. Wenn eine Gemeinde nicht Jesus Christus als Nonplusultra sieht, in jeder Predigt, würde ich sofort aus dieser Gemeinde rausgehen. Jede Predigt muss Jesus Christus verkünden und die rettende Botschaft. Immer. Also soll ich jetzt einfach jetzt mal Gemeinden aufsuchen und dann einfach mal gucken, ne, wie die... Genau, guck dir einfach mal Gemeinden an, wie sie predigen und dann wird dir der Heilige Geist, der in dir ist, dir schon sagen, ob das eine gute Gemeinde ist oder ob das eine lauwarme Kaffeekränzchen-Gemeinde ist. Wirst du dann schon merken. Ja, wir haben sehr viele, also zum Beispiel in der Schule, ich sehe nur die Zeugen Jehovas, ne? Das provoziert schon irgendwie, aber ich lasse es einfach so, ne? Wie meinst du das? Also ich sehe nur die Zeugen Jehovas und die, also die sagen ja nicht, dass Jesus Gott ist, ne? Und die verbreiten ja eine Irrlehre, ne? Und dann versuch ich mit denen zu reden, aber die hören nicht. Ach so, ja, natürlich hören die nicht, ne? Also die versuchen so lange wie möglich, beziehungsweise auch ihre Ohren und ihr Herz vor der Wahrheit zu verschließen. Ne? Die gehen einfach. Ja, ich hatte ja schon sehr viele Gespräche mit Zeugen Jehovas. Ne? Und die haben immer ihre Koffer gepackt und sind abgehauen. Ne? Sobald man die Verse rausholt, wo man beweist, dass Jesus Christus der Gott aus dem Alten Testament ist. Ne? Das ist unglaublich. Ja, die haben immer solche Schilder, ne? So mit neue Welten, so, ne? Komisch. Ja, genau. Also Wachheit, Wachturm und sowas. Ne? Das sind die. Der ihr Gründer ist Charles Taze Russell, ein Hochgrad-Freimaurer. Das musst du dir mal geben. Und ich habe eine Frage auch keine Gedanken darüber, wer ihr Gründer ist, was für eine Übersetzung sie da überhaupt folgen und so. Und das ist unglaublich. Und, also bei denen wird ja der zweite Johannesbrief 1,10 angewendet, ne? Zweite Johannesbrief, Kapitel 1,10? Ja, also nicht grüßen und so. Ach so, nicht grüßen. Ja, natürlich. Du darfst die Zeugen Jehovas absolut dann nicht mehr grüßen, weil du weißt ganz genau, dass sie die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen. Also meint man mit grüßen so wortwörtlich nicht Hallo sagen? Oder ja, jetzt ja nicht genau. Einfach von ihnen weggehen. Du darfst keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Und wenn ich jetzt mit denen die widerlegen will zum Beispiel oder so? Eigentlich darfst du mit denen überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir auch aufgehört, mit Zeugen Jehovas zu diskutieren. Du siehst ja, sobald du mit denen redest und du Ahnung hast, packen sie sofort ihre Klamotten und hauen ab. Sobald die merken, dass du dich auskennst und Bibelverse zitierst, kriegen sie Angst. Ja, die lachen mich aus, weil ich an die Trinität glaube und so, ne? Ja, dann kannst du sie auslachen und sagen, ihr habt aus Jesus Christus nur einen Engel gemacht. Und der Herr Jesus Christus ist weitaus mehr als ein Engel.
Denn der Stephanus selbst, als er gesteinigt wurde, betete zum Herrn Jesus Christus. Wer seid denn ihr, die ihr nicht zum Herrn Jesus Christus betet? Hm? Ja, in Matthäus 28, 9 haben die Jünger ihm ja auch angebetet. Ne? Und dann natürlich sagen sie, also das Ding ist ja kein, die sagen ja, er ist ein Engel, aber kein Engel ist ja anbetenswürdig, ne? Ja, seit wann kann denn ein Engel einen Engel senden? Nur Gott allein kann doch Engel senden. Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus, sende meinen Engel. Wenn Jesus nicht Gott ist, wie kann er Engel senden? Unglaublich. Ja, man muss die Zeugen Jehovas so Stück für Stück, ja, eigentlich, man weiß nicht, wie man das machen soll. Es gibt einige, die sind offen dafür und einige verschließen ihr Herz, weil sie keine Lust haben, dann aus dieser Gemeinschaft dann rauszukommen, ne? Ja, die konnten nicht mal Deutsch bei mir, also die konnten nur so Spanisch irgendwie. Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Ja, Gott segne dich auch. Hast du noch eine Frage oder was? Dann hole ich den nächsten. Nee, viel Spaß im Stream noch, ne? Also Gottes Segen an alle, ne? Viel Spaß. Okay. Dir auch, mein Lieber, Gott segne dich und halte immer am Herrn Jesus Christus fest und lass dich von niemandem beirren, ja? Ich liebe den Herrn, ich liebe ihn. Amen, wundervoll, Amen. Super. Amen. Ciao, ciao, viel Spaß. Ciao, mach's gut, ja. Ja, ihr seht, ne, das wird aber noch sehr viel beigetragen. Guten Abend, Gott segne dich. Guten Abend, meine Liebe, Gott segne dich auch. Ich bin jetzt gerade bei einem Basis Wissen Mohammed. Ich lese. Und da bin ich darauf angestoßen, wo ich selber. Na gut, ich lese was vor und dann kannst du mir sagen, ob das steht auch im Koran. Das ist ja, ja, die Halima drängte Amina, den Jungen noch bei ihr zu lassen. Als er bereits entwohnt war und schon laufen konnte, ein weiteres Wunder ereignete sich. Als die beiden Kinder draußen waren, lief Mohammeds Milchbruder aufgeregt zu seiner Mutter und berichtete, was er gesehen hatte. Zwei Männer in weißen Gewändern hätten Mohammeds Gepäck zu Boden geworfen, seine Brust geöffnet und schütteln nun sein Herz. Dies wird noch weiter entfaltet in einer Erzählung, die Ibn Ishaq, lese ich richtig? Ibn Ishaq, ja, Ibn Ishaq. Den Propheten in den Mund legt. Sie nahmen mein Herz heraus, spalteten es, entnahmen einen schwarzen Blutklumpen und warfen ihn weg. Dann wünschen sie mein Herz und meinen Leib, bis sie gereinigt hatten. Ja. Mit dem Wunder der Brustöffnung wird ein Koranvers in Verbindung gebracht. Ja. Amen. Entschuldigung. Ich hatte gerade was im Auge, Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, weil ich wusste ja nicht, wann ist Mohammed geboren. Ibn Ishaq berichtet, Mohammed habe am Montag, dem 17. des Monats, Rabi'ul Awal, keine Ahnung, wie den Namen soll ich aussprechen, im Jahr des Elefanten das Licht der Welt entblickt. Wahrscheinlich handelt es sich um das Jahr 570. Mit den letzten Neuigkeiten lassen sich aber weder Tag noch Jahr bestimmen. Ein Grund dafür, dass die islamischen Zeitrechnung nicht von der Geburt Mohammed an zählt. Mohammed wurde in Mekka in dem Stamm von Quraysh, genauer in der Sippe der Haschimiten hineingeboren. Sein Vater Abdallah starb noch vor der Geburt, sodass sein Großvater Abdullah Muttalib für ihn
Und seine Mutter Amina sorgte. Das heißt, Mohammed ist ja nicht bei seiner Mama aufgewachsen. Das sind ja bei den anderen, die Mamis durfte die Kinder nicht Milch geben. Das war die Amina. Nein, falsch. Halima. Halima. Ja. Ich lese ja ganz viel. Gut, ich bin ja nicht Deutsche, aber ich versuche es ja lesen. Und ich verstehe jedes Wort. Danke. Aber naja. Ich danke dir für deine wundervolle das, was du vorgelesen hast. Dankeschön. Ich danke dir. Gott segne dich, meine Liebe. Dankeschön. Gott segne dich. Danke. Entschuldigung, ich hatte gerade was im Auge. Na? Hallo. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin Christin, gell, beleidige mich nicht, Walla, ich bin Christin. Ich bin Christin, Walla! Ich bin Assyrerin. Walla, ich bin Christin, Walla! Was ist das denn bitte, wie? Hä? Warum lachst du? Ich bin ehrlich, Christin. Ja, aber warum sagst du denn Walla? Weil ich bin arabische Christin und meine Mama hat so gesagt, ja, wir dürfen Walla und so sagen, aber so alles, was so mit Inshallah und so andere Sachen so nicht. So, ja. Nicht so. Ja, okay, alles klar. Dann erzähl mal, was kann ich denn für dich tun, meine Walla Walla? Ey, das ist gerade voll krass, ich bin gerade mit dir live, ne? Ach was, hör auf mich zu überhören. Ich mag das nicht, wenn die Leute sagen, oh krass, ich bin mit dir live oder so. Ich bin nichts Besseres als du oder weniger wert als du. Wir sind beide gleich. Ja, aber du bist halt so, wie soll ich dir sagen, du bist bekannt auf TikTok und mich kennt man halt gar nicht. Ja, ja, ist egal. Das ist nur Plattform, wo man sich hinstellt und mit Menschen ins Gespräch kommt. Ja, wie geht's dir so eigentlich? Amdelis, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch, eventuell sehr gut. Und ja, doch. Soll ich einen Kaffee machen schon mal oder was möchtest du trinken? Ja, also ich wollte dich fragen, also ich war so schon mal auch auf TikTok und ich frage auch mal so meine Freunde, ja, was sagt ihr zu Ex-Muslim Army und die so, Digga, dieser Hurensohn und so. Boah, hey, beruhig dich, sowas die hier nicht sagen. Ja, okay, tut mir leid. Die sagen alle so, ja, also ich mag den nicht, weil so, der labert voll Scheiße und so. Ich so, was für Mann, das beste Mann, er sagt alles, was so im Koran draufsteht, was so gar nicht stimmt und so, sagt er so, ja, das ist so und das und so. Die so, ja, Mann, der lügt, Alter, der hat alle Sachen von ganz früher und so, das stimmt doch alles gar nicht. Ich so, was für? Und dann habe ich wegen dir einmal Streit gehabt mit einem Jungen und dann hatten wir eine Schlägerei, wegen dass Ex-Muslim besser ist als... Oh mein Gott, Leute, seid ihr des Wahnsinns, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ich mag dich, du bist ein sehr netter Mann, ne? Danke. Aber du sollst dich trotzdem nicht prügeln. Ja, aber die haben mich sauer gemacht. Die haben gesagt, ja, Ex-Muslim ist das und das. Ich so, sag mal, ja, dann drehst du dich um und gehst weg, anstatt dich da zu prügeln mit irgendjemandem. Guck mal, am Ende bekomme ich doch diese Aggressionskickstar und danach machen wir weg. Da musst du drüber stehen und den Heiligen Geist in dir wirken lassen. Ich weiß, es ist schwer, aber irgendwo ist es ja auch machbar. Die Leute sagen, ich bin Muslimin. Nein, ich bin ehrlich Christin. Ich bin Assyrerin. Ja, du kannst Assyrisch mal sprechen. Ich mag dich so hart, ich bin immer in deinem Live drin. Mein Papa mag dich auch voll. Das ist so krass, wenn ja, mein Papa ja, das weiß. Wann lädt ihr mich denn ein zum Grillfest? Ich will schön leckere Lammkoteletts essen. Ja, gerne. Du kannst bei iranische Kirche kommen, dann machen wir das. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir. Was geht in die iranische Kirche? Ja, also wir machen da öfters so iranische Feste, so wenn jemand Geburtstag hat oder so, aber sonst ist die, ja, ne Mensch, ja. Was spricht ihr denn für eine Sprache zu Hause? Assyrisch.
Kannst du Assyrisch? Ja, ne? Ja, natürlich. Wie hört sich das denn an? Rede mal ein bisschen. Schlamalochun, Anne Shimiholi Maria. Ja, also, du bist doch Iraner, ne? Ja. Mein Papa ist Iraner aus Irmir. Ach, der spricht auch Persisch? Ja. Gott segne deinen Vater. Ja, mein Papa hatte sehr viel Kontakt mit Iranern, obwohl er selber Christ war, aber alle seine Freunde waren Moslem. Und ich kann nur Khodafes, Azizam, so. Das sind okay. Basics halt, ne? Ja, okay, alles klar. Aber du bist so krass. Ich mag dich so hart, Armin. Du bist einer meiner größten Vorbilder, die ich haben kann. Ich erzähle immer von... Um Gottes Willen, Mann, auf mich als Vorbild zu nehmen, ey. Aber du bist ein sehr guter Mensch. Ich finde deine Taten sehr gut. Ich bin überhaupt kein guter Mensch, Mann. Es gibt keine guten Menschen hier auf dieser Erde. Hallo? Aber du bist nett. Das meine ich damit. Du bist ein sehr netter Mensch. Ja, okay. Vielleicht willst du das so ausdrücken, dass du sagst, ich liebe dich als Bruder. So. Genau, das meine ich. Ja, okay. Siehst du, ich helfe dir. Ja. Schön. Ich wollte dich was fragen. Ja, bitte. Also guck. Ja, also guck, oh mein Gott. Also, Jesus Christus, hallo. Soll ich noch Dings Kerzenlicht anmachen oder was ist hier los bei euch allen? Also, ich will doch jetzt reden, also. Oh, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich werde mich stumm, warte. Ja, ich will doch reden. Nein, du machst mich gerade peinlich vor allen Leuten hier in den Kommentaren. Guck mal, was sie sagen. Nein, ich bin nicht verliebt in den Mann. Der ist wieder mein Vater. Okay, jetzt rede einfach. Du brauchst nicht darauf zu achten. Rede einfach. Also, ich habe Freunde, ja, die sind Christ, die sind orthodox, aber die sagen, dass Jesus Sohn Gottes war. War er ja auch, aber er war ja auch selber Ding, ne? Er war ja auch selber Gott. Aber die sagen immer, nein, das stimmt nicht. Er war Sohn Gottes. Und ich habe so gedacht, so, hä, was labert ihr? Weil das... Das stimmt ja nicht. Das ist das Problem bei Orthodoxen und Katholiken, die selber ihre eigenen Glauben nicht verstehen, dass der Sohn Gottes ein Titel ist, den der Herr Jesus Christus hat. Denn er ist Gott, der Sohn. Und du kannst ihn am besten immer Philipper 2, Vers 6 bis 11 zeigen. Da geht der Apostel Paulus auf diese Entäußerung Gottes ein. Denn da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Da hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen steht, damit in den Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und mit ihrer Zunge bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So ist ja, das habe ich auch ihnen gesagt. Die haben dann gesagt, nein, das stimmt nicht, er ist so ein Gott. Ich so, was ist los mit dir? Hä, wie kann man ja, das? Ist, dass sie verstehen nicht, dass Sohn Gottes bedeutet, das ist nichts anderes als ein Teil der Dreieinigkeit, dass der Sohn Mensch wurde, aber der schon von Ewigkeit her lebt. So ist das. Ja, ich wünsche mein Papa wäre hier, der wird mit dir, glaube ich, so lange reden. Er mag dich so hart. Vater. Du kannst ihn ja das nächste Mal hier reinholen. Ich weiß dann nicht, ob du mich dann überhaupt rein... Weißt du, ich verfolge dich jetzt schon so, so lange und ich habe mir immer gewünscht, bitte, ich will nur, dass einmal Armin mich reinnimmt in sein Live-Spiel, mit denen die ganze Zeit Kaffeeklatsch machen. Und du hast mich einfach angenommen, du hast mich einfach angenommen. Oh mein Gott. Wenn alle aus der Schule werden morgen zu mir kommen, Aileen ist drin, meine beste Freundin ist drin und die wird sagen, Maria, du hast es geschafft. Ich wusste ganz genau, dass das passiert. Wir sind doch nicht hier bei Dings. Wie heißt diese Serie, wo man so mit Glück hier reinkommt? Ich hol doch jeden hier rein, Mann. Ja, aber du weißt so, eigentlich holst du doch immer Muslime rein, ne? Oder auch ja, Christen. Aber ich weiß ja nicht, wer sich die. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt eine Muslimin bist oder nicht bist. Das sieht man ja so nicht. Deswegen hole ich einfach Kamera alle anmachen? Rein. Ich kann dir mein Armband zeigen. Nein, brauchst du nicht. Ich glaube dir, Mann. Also, Arme, ich mag dich. Danke, ich mag dich auch. Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gott dich genauso. Aber was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du konvertiert bist? Ich bin nicht konvertiert. Das hat nichts mit Konvertieren zu tun. Du konvertierst in irgendeine Religion. Ich bin auf die Suche nach Gott gegangen. Ach so. Das ist ein himmelweiter Unterschied, in irgendwas hinein zu konvertieren. Nein, ich habe aus einer Perspektive das Ganze betrachtet, wie jemand, der wissenschaftlich an die ganze Sache rangeht.
der nicht einfach plump an irgendwas glaubt, wo es keine Beweise gibt. Das machen ja die Leute, die in Religion sind. Sie sind in irgendwas hineingeboren und denken, dass das schon die Wahrheit ist. Nein, ich war nie so. Ich musste alles hinterfragen. War immer schon so ein Mensch. Und dann wollte ich halt wissen, ob der Islam überhaupt die Wahrheit ist. Und dann begann diese Reise. Ne? Und da der Islam halt auch über die Bibel spricht, Tora, Evangelium und alles mögliche, Jesus Christus, dann kommt das automatisch eins zu eins, dass du dich dann mit der Bibel auch auseinandersetzt. Ich mag dich nicht. Ja, dann magst du mich halt nicht. Was soll ich machen? Ich kann nicht euch allen gefallen. Ist auch gut so, dass ich euch nicht allen gefalle. Ja, also so wie du aussiehst, sollst du auch nicht mögen, ne Mensch? Sag ja mal. Aber was sind deine Eltern? Meine Eltern sind, die haben noch diesen muslimischen Kopf, aber darüber möchte ich halt nicht so reden, wenn über diese privaten Sachen. Ja, aber ich finde es gut, dass du Christ bist, weil es gibt ja sehr viele Iraner, die kommen auch zu unserer Kirche, sagen, die wollen getauft werden. Das ist so schön, ich finde das so schön, dass sie den richtigen Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Aber dann gibt es Menschen, manche Iraner oder allgemein Muslime, die konvertieren, aber dann nur für deutsche Pass. Das hatte ich auch mal, wir hatten so einen Kontakt mit einer Familie, die haben dann konvertiert, aber so eine auf, also sich taufen lassen und danach haben die gedacht, ja, die haben dann mehrere Chancen, den deutschen Pass zu bekommen, aber dann sind sie wieder Muslim geworden. Das ist traurig, dass sie den Glauben wechseln, nur wegen deutsche Pass. Ja. Mir haben das auch einige vorgeworfen, aber ich lebe ja schon seit 36 Jahre hier in Deutschland, weißt du. Bei mir kann das niemals der Fall sein, weil, ja, ich habe meinen Pass schon seit ich 15 bin oder so. Ja. Okay, meine Liebe, dann hole ich jetzt den nächsten rein. Hast du noch eine Frage, dann? Nein, ich wollte nur sagen, ich habe euch alle lieb. Ja, so, das ist aber süß von dir. Danke, wir dich auch. Dankeschön, bye. Oh, ihr Süßen, ich habe euch so lieb. Ich habe dich so lieb, Abi, boah, ich liebe dich so hart. Also ehrlich, du bist so ein Mensch, boah, ich könnte dich gerne den ganzen Tag auf den Arm nehmen, mich nicht beschweren. Ganz ehrlich, du bist einfach so ein Lieber. Ich muss immer lachen wegen dir, wenn du live gehst, weil du immer so irgendwas sagst. Ist doch schön, dass ich dir eine Freude mache. Ist doch gut. Das sind so viele Freuden. Ich wollte einfach nur sagen, Dankeschön, ganz ehrlich. Meine ganze Schule ist wahrscheinlich drin, aber ist egal. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt die Ehre, nicht mir. Warte, kann ich auch was sagen? Meine Freundin ist hier drin, ne? Die heißt Aileen. Warte, ich muss mal kurz holen. Ja, Aileen, du bist drin, du hörst das, ne? Meine Freundin wollte früher Christin sein, aber danach wollte sie doch irgendwie Muslimin sein. Und ich habe ihr gesagt, warum? Die so, ja, der Islam ist Frieden. Dann habe ich ihr ein Video gezeigt, wo Muslime halt etwas Schlimmes gemacht haben. Hat sie gesagt, nein, das ist Friede und so. Und ich so, ach so, das ist Friede, dass Frauen so wie Affen sind. Das hab ich ihr dann auch im Koran gezeigt. Die so, ja, das ist ein ganz anderer Koran und so. Und die Bibel wird immer geupdatet und so. Ich so, nein, was laberst du da? Weil wir sind noch jung und ich habe auch einen sehr christlichen Lehrer und ich habe zu ihr gesagt, wenn du mit dem reden willst, kannst du ruhig mit dem reden, der wird dir genau die gleiche Wahrheit sagen. Ich wünschte nur, dass sie das, ich glaube, sie hört das sogar gerade. Kannst du was dazu sagen, dass sie mal endlich versteht, was der Islam ist, was das für ein Frieden ist? Sie braucht ja einfach nur die Aussagen Mohammeds zu betrachten. Er sagte, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau, ne? Das findest du in Sunan Ibn Majah, Hadith 1986, da kannst du dir gut merken. Habe ich jetzt nicht gesagt, Aileen, du bist gerade, dann habe ich nicht gesagt, was das für Islam ist. Keine Frau der Welt könnte den Islam einfach so akzeptieren, aufgrund dieser Aussagen. Du siehst, dass die muslimischen Frauen in den islamischen Ländern mit Füßen getreten werden, ne? TikTok-sportlich. Aber denk daran, dass wir nicht... Ja, es tut mir leid, ich schwöre ja auch... an alle die Sünden, die ich gemacht habe. Ich schwöre halt immer und es tut mir so leid, immer wenn ich sage, ich merke immer daran, okay, ich darf das eigentlich gar nicht. Es tut auch irgendwie leid, aber ich hab euch alle lieb. Ich geh jetzt raus, ne? Okay, Gott segne dich, ne? Mach's gut. Bye. Ciao. Bye. Mein Gott, ey, das ist doch nicht mehr normal, was hier abgeht, ey. Demnächst mache ich noch Kerzenlicht an, oder Leute? Was haltet ihr davon? Candlelight-Döner. Ich gehe kaputt. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Danke, dass ihr alle zahlreich dabei seid und das Ganze auch immer supportet, ihr Lieben. Ohne euch würde das ja auch nicht gehen. Ne? Ohne euch könnten wir ja gar nicht so viele Menschen erreichen. Ja, aber der Herr hat immer seine schützende Hand über uns. Ne? Halleluja. Bist du schon getauft? Ja, klar. So.
relevanten Sheikh. Hallo, guten Abend. Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich und alle Zuschauer auch. Und zwar, ich habe eine Frage, weil du gerade, also es war ja jemand drin und der hat davon erzählt, dass du irgendwas über Star Wars erzählt hast und was irgendwas mit Palm. Und ich wollte einfach mal fragen, um was es da ging, weil manche werden hier halt Sachen reingeschrieben oder Sachen erzählt, also, und ich weiß gar nicht, um was es geht und mich interessiert es, aber... Ja, warte, ich muss kurz den Cowboy machen, genau. Also es geht darum, dass ich ein Video erstellt habe, in dem ich die Muslime halt aufgeklärt habe, was der Gott des Islams den Muslimen im Himmelreich verspricht. Und zwar einen endlos langen Palmen-Penis. Ja, Cowboy. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, du hörst aber, was es bedeutet, ne? Penis. Mhm. Ja, der Allah verspricht im Himmelreich dem Muslim, wenn er eintritt, dass er ein Penis bekommt, der so dick und so lang ist wie eine Palme. Und er darf mit zwei Schwestern gleichzeitig, du weißt schon. Okay, und er krass. Und er darf mit jeder weiblichen Familienmitglied SEX haben. Und das findest du im Buch von Al-Qurtubi, in Tuhfatul Habib, Al-Shal al-Khatib, auf der Seite 352 und 353. Ja. Okay, also schon. Und deswegen habe ich dann diesen Vergleich gezogen, dass der Gründer, also der Regisseur von Star Wars, wer ist das nochmal, dieser irgendwas mit Lucas oder was, wer hieß der? Du meinst den Luke oder? Ich weiß es nicht wieder. Wie ist der Regisseur von, Leute, wie ist der Regisseur von George Lucas? Dankeschön. George Lucas. Ah, okay. Nee, das wusste ich jetzt nicht wieder. Ja, genau. Der heißt George Lucas, dieser Regisseur. Und dann denkt man sich so, ja, hat er sich eventuell von Allahs Schriften inspirieren lassen oder was ist das? So ein Palmenschwert-PNS. Das kannst du keinem erzählen. Das ist Comic pur. Das ist Comic-Religion. Also ich merke auch, wenn die Leute hier so live gehen und manchmal mit dir diskutieren, ich kann mich da manchmal auch nicht zurückhalten. Ich muss da auch so lachen. Ja, natürlich. Das ist teilweise die echt Leute lustig. Geben manchmal teilweise so kaputte, wahnsinnige Antworten, dass man nur staunt. Das ist unglaublich. Ja. Aber das Mädchen, das gerade eben drin war, die war ja echt süß. Ja, total Gott sympathisch. Ihrer Familie. Ja. Ja, und dann noch eine andere Frage. Und zwar schreiben aber auch voll viele so von Schienbein. Was hat es damit auf sich? Ja, also wenn wir vom Schienbein reden, dann reden wir davon, dass Allah am Tage der Auferstehung den Muslimen sich zu erkennen gibt, und zwar durch sein Schienbein. Und die Muslime sind dann erstmal verwundert und glauben das nicht, weil der Allah sich in einer Form zeigt, die sie zuvor niemals gesehen haben. Und dann auf einmal sagen sie zu Allah, du bist nicht unser Gott. Dann sagt Allah, doch, ich bin euer Gott. Dann sagen sie, nein, du bist nicht unser Gott. Und dann wird Allah anhand seines Schienbeins, das dann entblößt wird, die Muslime erkennen, dass das Allah ist. Muss ich mal vorstellen, wie sollen die das denn erkennen? Haben die Allahs Schienbein schon mal vorher gesehen? Dieser ganze Hadith ist ein einziger Blödhaufen. Richtiger Blödhaufen, ohne Spaß. Wenn du dir den durchliest und dir das mal auf dich einwirken lässt, du denkst dir, das muss von einem Wahnsinnigen in die Welt gerufen worden sein. Ja, und dann zeigt der Allah am Tage der Auferstehung, zeigt er dann sein sexy Schienbein, und die Muslime werden dann sich anbeten vor diesem sexy Schienbein niederwerfen. Das ist das Gemeinde mit dem Schienbein. Ja, wirklich, das kannst du selber nachlesen. Sahih al-Bukhari 7439. Okay, krass. Ja, deswegen verteilt der Allah dann auch gerne Low-Kicks. Ne? Der ist der Meister der Low-Kicks. Ich muss halt auch ehrlich sagen, ich wusste wirklich vor lange nicht, dass die Muslime ja auch daran glauben, dass Jesus ja kommt, ja. Das wusste ich vor lange. 7439. Leute, ihr müsst mir zuhören. Sahih Bukhari 7439. Ja. Genau, 7439. Sahih Bukhari 7439. Und Allahs Fuß findest du in Sahih Bukhari 4848.
Ja, hier haben jetzt manche geschrieben, dass es eine falsche Übersetzung ist. Also Falsche hat jemand Übersetzung? geschrieben. Ja, hat Ja, jemand behauptet. das sind Muslime, die sich dann in Grund und Boden schämen. Dankeschön, Ali. Danke, dem, Dankeschön von ganzem Herzen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Ja, Ja. also. Weißt du jetzt über alles Bescheid, ja? Ja, was ich auch noch sagen wollte, es gibt auf Prime eine ganz interessante Doku. Ich habe sie jetzt nicht ganz gesehen, sondern nur ein, zwei Folgen. Das Danke. he die heißt Jesus und der Islam. Auch ganz interessant. Also, falls sich das jemand ansehen möchte. Am besten du liest die Bibel, weil darin hast du das, hast du deinen Leitfaden für dein Leben und die Worte des Herrn Jesus Christus, die sich in dir manifestieren können, ne? Und Ja, ne, also in dir klar. gedeihen. Also ja, klar. Bibel lesen ist auch sehr wichtig. Ich informiere mich aber auch noch so immer ganz gerne weiter und ja. Ja, ich meine nur, lass dich nicht beeinflussen von irgendwelchen Dokumentationen, die dann eventuell von Leuten in die Welt gerufen haben, die du überhaupt gar nicht kennst und die eine ganz andere Agenda befolgen. Verstehst du? Das meine ich. Definitiv. Man muss Du alles weißt nicht, wer diese hinterfragen. Menschen sind und du weißt nicht, was die für eine Agenda verfolgen. Eventuell, dass sie dir Subliminal Messages da verpassen, also unterschwellige Botschaften. Das weiß man nicht. Damit musst du Ja. halt immer rechnen. Deswegen vertraue halt immer nur dem Wort Gottes und das ist die Bibel. Weil die Bibel, da kann der Satan nicht dran. Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Also wenn ich mir sowas ansehe, dann klar, ich weiß auch, habe schon Gefühl, was ist richtig, was ist falsch, ja. Und also bisher, ich habe es ja auch nicht ganz gesehen, fand ich es ganz interessant. Und die das sind halt so Wissenschaftler, die sich auch mit dem Koran beschäftigen. Und da sagen halt auch manche, dass es halt alles auch Interpretationssache ist. Also die Muslime sagen ja, Jesus wurde ja nicht gekreuzigt. Ja, genau. Genau. Und diese Wissenschaftler sagen dann, dass Jesus sozusagen gekreuzigt wurde, es aber Gottes Entscheidung war. Und dass es deswegen den Menschen nur so vorkam. Also, dass es alles Interpretationssache auch Ja, siehst du, da fängt das teilweise schon ist. an. Wenn diese Leute sagen, das ist alles Interpretationssache, dann haben die, folgen die eine falsche Agenda. Habe ich dir das nicht gerade gesagt? Habe ich dir das nicht gerade noch gesagt? Siehst du? Sie versuchen dann eventuell dir Zweifel einzuhauchen, obwohl der Psalm 22 die Vernichtung alles ist, was wir bis dato kennen, ne? Der die Kreuzigung des Herrn auch leugnen, weil Gott sich selber ankündigt mit der Kreuzigung in Psalm 22. Hast du die Bibel zur Hand, meine Liebe? Nein, also gerade nicht. Warum hast du keine Bibel zu Hause? Ich habe eine Bibel, ja. Dann hol sie bitte raus. Ja. Hast du sie vor dir? Ja. Schlag mal Psalm 22 auf. Ein Moment. Danke, Anita, danke dir. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den finde. Du musst bei den ersten Seiten gucken, also so ungefähr in Warte, ich der bin jetzt gerade bei 6. Warte mittleren mal Seite. ganz kurz. Ja. 6, 7, 19. Leute, 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, Tipico, jetzt alles mal 3. Jetzt komm. Alles mal 3, Leute, komm. Alle tippen jetzt. Gott segne euch und eure Finger. Super macht ihr das. Hammer. Ihr seid heftig. Ihr seid die Besten. Komm, wir sind 900 Leute hier drin. Wir sind 1000 Leute hier drin. Das muss doch möglich sein. Komm jetzt. Gas geben, ihr Lieben. Komm. Zweiundzwanzig, ja. Ja, Psalm 22. Aber ich habe hier, Bilian soll Israel verfluchen, aber er muss es segnen. Psalm 22, bitte. Könntest du Bukhari 278 erklären? Ich guck mal. Bukhari 278.
Bukhari 278. Bukhari 278. The Prophet said, the, oh, danke schön. Danke. Wer war das? Pippo, danke dir, Pippo. Gott segne dich. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. The Prophet said, the people of Bani Israel used to take baths naked. All together. Danke, Pippo. Was? Das ist ja, ey, Anita, du hast auch heftige Hadith am Start, ne? Gut, gut, dass du das hier mit uns teilst. Der Prophet sagte, die Menschen von Bani Israel badeten nackt alle zusammen und schauten sich gegenseitig an. Der Prophet Moses pflegte allein ein Bad zu nehmen. Sie sagten bei Allah, nichts hindert Moses daran, mit uns zu baden, außer dass er einen Hodensackbruch hat. Einmal ging Mose hinaus, um ein Bad zu nehmen und legte seine Kleidung über einen Stein. Und dann rannte dieser Stein mit seinen Kleidern davon. Moses folgte diesem Stein und sagte, meine Kleider, oh Stein, meine Kleider, oh Stein, bis die Leute von Bani Israel ihn sahen und sagten, bei Allah, Moses hat keine Mängel an seinem Körper. Moses nahm seine Kleider und begann damit, den Stein zu schlagen. Abu Huraira fügte hinzu, bei Allah, auf dem Stein sind immer noch 6 oder 7 Spuren dieser übermäßigen Schläge zu sehen. Märchengeschichten aus 1001 Nacht. Der Mose verprügelt einfach einen Stein. Das kannst du kein... Aha, warte mal, ihr. Gott segne dich, Unbekannt, raus mit dir. Für immer und ewig. Ist das krank? Sehr gut, Anita. Das ist echt top. Da muss man speichern. Merkt euch das, ihr Lieben. Sahih Bukhari 278. Ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich. Warte mal, Zanda möchte auch ein Stummschaltpaket. Mach's gut. Tschüss. Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut. Hast du jetzt Psalm 22 oder soll ich dir das vorlesen, meine Liebe? Komm, ich mach das. Ja, das wäre nett. Ja, okay. Also ich bin es leider nicht. Ich werde es dir vorlesen, kein Problem. Dr. Sheikh Abu Amir ist ja dabei. Keine Sorge, ich helfe. Ich helfe, wo ich kann. Okay. So, Achtung, guck mal hier. Das ist hunderte Jahre vor Jesus Christus. Da sagt der David prophetisch, in dem Psalm die komplette Kreuzigung voraus. Und schau dir an, wie Gott präzise das macht. Pass auf. Weißt du noch, als der Herr Jesus Christus am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Ja, pass auf. Das ist, weil der Psalm 22 zitiert und somit die Prophezeiung erfüllt. Hier heißt es, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Weißt du noch die Kreuzigungsszene, als die Menschen über den Herrn Jesus spotteten? Sie sahen ihn an und spuckten ihn an und spotteten über ihn. Jetzt kommt die gesamte Kreuzigungsszene, meine Liebe, pass auf. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht. Schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir. Denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere. Mächtigere Stiere von Barschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Weißt du noch, als der Herr Jesus Christus seine Beine ausgerenkt wurden, ne?
Ja. Weiter geht's. Alle meine Gebeine sind ausgerenkt, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Was haben sie mit den Händen und den Füßen vom Herrn Jesus getan? Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Kreuz genagelt. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich. Was haben die römischen Soldaten getan am Kreuz? Ja, was explizit meinst du, dass sie ihn, Sie haben sie haben ja die auch mit dem Kleider. Speer? Genau. Matthäus Ja. 27, merkt ihr das? Matthäus 27,35, Markus 15,24, Johannes 19,24. Sie teilten die Kleider an der Kreuzigung vom Herrn Jesus Christus untereinander. Und hier schreibt der David hunderte Jahre vorher das hier voraus. Absolut präzise. Weißt du, was das bedeutet? Unfassbar. Unglaublich. Ja. Sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand, das, was sie getan haben. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. Guck mal, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, das ist so unglaublich. Das Wort ist so lebendig. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet. Und von den Hörnern der Büffel, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Und vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in dem Staub hinabfahren. Vor wem werden sich unsere Knie beugen, meine Liebe? Vor Jesus. Aber hier im Alten Testament heißt es, dass unsere Knie sich vor Gott beugen werden, richtig? Ja. So, merkt ihr das, ja? Unsere Knie werden sich vor Gott beugen. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann, ein Same wird ihnen dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Was hat er am Kreuz als letztes gesagt? Das ist vollbracht. Es ist vollbracht, das war's. Der ganze Psalm 22, und die Muslime glauben an die Psalmen, aber sind nicht in der Lage, in die Psalmen reinzugehen, um das herauszufinden, wegen den Prophezeiungen. Das ist das Eben, Problem. und genau das will ich ja auch sagen. Ich hab das sehr lange Zeit nicht gewusst, dass die Muslime ja auch daran glauben, dass Jesus kommt. Also die glauben ja auch an Jesus und auch Ja, in der dieser Mohammed hat Doku ihnen erzählen ein, sie. ja, der Mohammed hat ihnen ein verzerrtes Bild über Jesus gegeben. Das ist Eben, absolut nicht also der eben. Jesus aus der Bibel. Ne, das ist das. Also ganz anders. Er wird ja aber auch im Koran total schön beschrieben. Und diese Leute sagen halt einfach, dass die Muslime das jetzt halt ganz falsch verstanden haben. Also ganz Ja. falsch mit der Kreuzigung, dass sie das falsch verstanden haben. Sie haben es nicht falsch verstanden, sondern sie wurden reingelegt vom Widersacher. Der Ja. Allah ist der größte Täuscher aller Zeiten, das sagt er selber in Sure 3, Vers 54, betrügt und belügt alle Beteiligten an der Kreuzigung und lässt es so aussehen, als würde Jesus da hängen. Das ist kompletter Betrug. Das ist eine Katastrophe ist das. Ich habe dann aber noch eine Frage zu der Kreuzigung. Und zwar habe ich schon oft gehört, dass Jesus danach im Totenreich war. Kannst du mir Richtig. etwas dazu erzählen? Er ist in den Sheol gegangen und von dort aus ist er wieder dann auferweckt worden am dritten Tag. Er ist in den Schoß der Erde gegangen, in den Sheol, in den Vorort des Todes, des Todesreich, und dann ist er wieder zum Leben auferstanden. Und
Die Begebenheit mit Thomas haben wir auch da, als der Herr Jesus zu ihm sagte, komm her Thomas, weil der Thomas hat ja nicht geglaubt, dass der Herr Jesus leibhaftig auferstanden ist. Ja, der hat erstmal gezweifelt. Er war der Einzige, der ungläubig geblieben ist. Und da hat der Herr Jesus selber alles in die Hand genommen und hat gesagt, Thomas, komm her, sei nicht ungläubig, glaube, dass ich es bin. Und hat der Herr Jesus zu ihm gesagt, komm, leg deine Finger in meine Wunde und glaube, dass ich es bin. Johannes 20, 28, genau, sehr gut. Und der Thomas hat dann seine Finger in die Wunde vom Herrn Jesus Christus gesteckt und ist anbetend vor ihm niedergefallen und sagte, mein Herr und mein Gott. Wenn Jesus nicht Gott ist, müsste er sofort Thomas aufhalten und ihm sagen, das, was du machst, ist Anbetung. Hör auf, bete mich nicht an. Er hat die Gebete angenommen und hat gesagt, weil du gesehen hast, glaubst du. Selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Was glauben? Dass ich Gott bin, der auferstanden bin, der lebendige Gott, der den Tod besiegt hat und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Ganz genau meine Amen. Geschwister und ich hier, die glauben, dass Jesus Christus Gott ist, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, sondern nur durch die Schriften ihn erfahren haben, wer er ist, was er für Worte gesagt hat und die Worte eins zu eins wie ein Puzzle zusammensetzen. Das ist es. Was meinst du, wie gesegnet die ganzen Geschwister hier drin sind, die glauben, dass Jesus Gott ist? So sieht's aus. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du mir meine Fragen beantwortet hast. Gerne, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Und euch auch alle. Eine gute Nacht wünsche ich euch. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich mache jetzt auch langsam Feierabend und denke, dass ich dann morgen wieder weitermache. Ne? Und vielen Dank für deine Aufklärung und für alles, was du leistest. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Jesus Christus, meine Liebe, ich wünsche mir von Herzen, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn suchst, dass du täglich in der Bibel liest, auch wenn es nur ein paar Zeilen sind, aber dass die Bibel in dir so anfängt zu gedeihen, ne? Dass du den Herrn immer mehr und mehr lieben lernst und mit ihm ein Leben lebst. Vielen Dank. Gerne, Gott segne dich, ja? Dich auch, danke. Tschüss. Okay, ciao. Ach, der kleine Bruder ist wieder da. Der darf immer hier rein, der kleine Bruder. Hallo. Hallo, mein kleiner Bruder, wie geht's dir? Mein kleiner Soldat für den Herrn. Gut, und dir? Ja, auch. Gott segne dich und deine Familie. Danke, ebenfalls. Ich wollte dich fragen, wie merkst du dir eigentlich immer diese ganzen islamischen Quellen und auch von der Bibel? Ich meine, wenn ich es mache, dann kann ich zwar zum Beispiel meinen Freunden sagen, was Jesus gesagt hat, aber ich kann jetzt nicht genau die Bibelstelle sagen. Nee, du musst immer in Übung bleiben. Du musst das halt immer lesen, immer verinnerlichen und du baust dir über die Jahre dann so ein Repertoire auf. Ne? Du weißt dann, wo sich die Dinge befinden. Du musst halt immer lesen, mein kleiner Bruder. Ja. Ne? Immer lesen, jeden Tag dir Zeit nehmen, damit du das liest, verinnerlichst und irgendwann mal auch abgespeichert das in deinem Kopf. Und das ist auch wichtig. Einige Verse müssen wir drauf haben als Christen. Du musst nicht die gesamte Bibel auswendig kennen, aber einige Verse, was die Gottheit betrifft, die Kreuzigung, die Auferstehung und einige andere kleinere Sachen musst du schon drauf haben, auf jeden Fall. Ja. Und meine zweite Frage ist, wenn meine Freunde, also die sind ja viele Muslims und die verstehen halt oft nicht die Dreieinigkeit. Und ich mache halt immer das Beispiel mit dem Kuchen. Wenn man einen Kuchen hat und man zwei Teile abschneidet, hat man zwar zwei Teile, also Jesus und Heiliger Geist, jedoch hat man immer noch einen Kuchen. Ist das Beispiel gut? Das ist nicht schlecht, aber du kannst denen das auch näher bringen mit beispielsweise der Zeit. Mhm. Zeit, Raum und Materie. Du weißt ja, das ist ja das definiert ja unser gesamtes Dasein. Ja. Zeit definiert sich durch Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Raum definiert sich durch Höhe, Länge, Breite. Und Materie definiert sich durch flüssig, fest und Gas. Beispielsweise die Zeit. Die Zeit besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und dennoch bleibt alles das eine, die Zeit, richtig? Ja. So kannst du ihnen das erklären. Krass, werde ich. So ist das, mein Lieber. Ja. Gott segne dich, mein Wundervoller. Danke, ebenfalls. Betest du auch immer zum Herrn fleißig? Ja,
vor dem Schlafengehen in der Früh, wenn ich aufstehe. Ist ja in der Früh nicht so ein langes Gebet, weil ich muss ja schnell zur Schule. Aber so wenigstens ein Dankeschön, weißt du, weil es gibt Leute, die sind über die Nacht verstorben und ich kann halt glücklich sein, dass ich halt immer noch da bin. Wahnsinn, was für ein Auffassungsvermögen. Ich bin unglaublich erstaunt über dein Auffassungsvermögen. Du bist bei weitem über fast alle, die hier drinnen waren. Ne? Das ist unglaublich. Danke. Wie kannst du in jungen Jahren so ein Auffassungsvermögen besitzen? Das ist für mich unbegreiflich. Wie du redest auch. Du redest ja so, wie als wäre der Heilige Geist in dir, wirklich. Also, man merkt das. Ich habe wirklich eigentlich fast immer das Gefühl, dass der Heilige Geist in mir ist und mich begleitet, weil in gewissen Situationen spürt man das einfach, weißt du? Du bist wundervoll, ehrlich. Wenn man in einer brenzlichen Situation ist und dann noch mit Glück davonkommt, weißt du? Heftig. Weil andere Leute würden in diesen Situationen schon was viel Schlimmeres passieren. Heftig. Wirklich, dass du so darüber nachdenkst, wie tiefgründig auch. Das ist für mich unbegreiflich. Kinder, also so Jungs in deinem Alter, die sind so fernab von jeglicher Realität und sind nur Fortnite am Zocken. Und was ich aus deinem Mund höre, ist weitaus höher als das, was in deinem Alter so die Leute von sich geben. Das ist unglaublich. Ja. Naja, also es hilft auch manchmal Bibel lesen oder generell manchmal der Grund. Zum Beispiel, kennst du Bruder Mensa? Den schaue ich. Dann Alan Seelengewinner, dich. Okay, und, sehr schön. Ja. Ja, also, sehr gut. Ne? Also wenn du von den Brüdern lernen kannst, dann ist es immer gut, ne? Ja. Ich finde deine Videos auch total lustig. Und, ja, schön, dass du das. Ich hoffe, dass du auch sehr viel dazu lernst und das auch in deinen Gesprächen dann einsetzt, ne? Auf jeden Fall. Ja. Gott segne mich. Weißt du was? Du kannst für uns beten. Möchtest du für uns beten, mein Kleiner? Okay. Gerne. Okay, dann bete für uns. Lieber Gott, wir danken dir alle, dass du uns so einen schönen Tag geschenkt hast, dass du auf uns aufgepasst hast bis jetzt, dass wir jetzt immer noch am Leben sind. Möge unseren nächsten Tag schön werden lassen. Lass uns viel Spaß haben und viele schöne Momente mitnehmen. Und bitte beschütze uns bei unserem Schlaf, damit wir morgen auch aufstehen können. In Jesus Christus Namen. Amen. Amen. Wundervoll. Wundervoll bist du wirklich. Ich bin sehr erstaunt von dir, wirklich. Ich bin sehr begeistert von dir. Danke. Möge Gott immer seine schützende Hand über dich halten, sodass du wie Daniel in der Löwengrube umherläufst, sodass kein Löwe dir auch nur ein Haar krümmt. Ja. Halleluja. Danke. Ich bete jetzt auch nochmal für uns, mein Lieber. Komm, Leute, lass uns auf die Knie gehen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir wieder für diesen wundervollen Abend, Herr, an dem wir zahlreiche Gespräche geführt haben, dein Wort verkündigt haben und viel aufgeklärt haben, Herr Jesus Christus. Bitte segne du jeden Einzelnen, der hier drin ist. Bitte segne auch diejenigen, die mit uns Gespräche geführt haben und gerade nicht mehr dabei sind. Herr Jesus Christus, bitte hilf auch jeden Einzelnen, der hier drin ist, wirklich wahrhaftig von Neuem geboren zu werden und ja, diese Welt hinter sich zu lassen, Herr Jesus Christus, und zu dir zu schauen, Herr. Bitte lass uns zu denen gehören, die wirklich ausharren, Herr, und dir nachfolgen auf Schritt und Tritt und auch bereit sind, das Leid auf uns zu nehmen, Herr. Und ja, gegebenenfalls auch bereit sind, für dich den Tod in Kauf zu nehmen, Herr Jesus Christus, weil die Nachfolge bedeutet auch Leid und unser Leben auch hinzugeben. Das ist unser wohlgefälliger Gottesdienst, wie du durch den Apostel Paulus uns mitgegeben hast. Herr Jesus Christus, hab auch Dank für diesen kleinen, wundervollen Bruder. Segne ihn, beschütze und behüte ihn, Herr Jesus Christus, vor allen Angriffen. Lass ihn noch ein ganz großer werden und segne ihn, Herr, ihn und seine Familie. Und bitte, Herr, halte stets deine schützende Hand über uns alle und lass uns bitte bei der Entrückung dabei sein und gewähre uns deine Gnade. Herr, bitte, ich bitte auch für Israel und Palästina, Herr. Du weißt, was da gerade los ist, Herr Jesus Christus, und wie da Gräueltaten begangen werden von beiden Seiten aus.
Herr, bitte beende du das Ganze und lass bitte Frieden dort herrschen und dass die Menschen aufhören, sich gegenseitig dort umzubringen, Herr Jesus. Ich bitte dich auch für unsere verfolgten Geschwister, und das mache ich in jedem Gebet, Herr, dass du ihnen ihr Weg erleichterst, Herr Jesus Christus, dass du einfach für sie da bist, Herr, in ihren schwierigen Situationen, die gerade kein Dach über dem Kopf haben, kein Essen, keine Verpflegung, Herr, dass du ihnen ganz nahe bist. Denn die, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten, Herr Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deinem Wort vertrauen dürfen, Herr, und wir auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Dank dir. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Weißt du, ich denke manchmal, also wenn ich manchmal so im Wohnzimmer bin, am Chillen und so, denke ich manchmal so drüber nach, über mein Gebet. Weil man betet ja oft so, lieber Gott, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das. Aber ich meine, das ist nichts Schlechtes. Hm. Aber manchmal, also ich habe schon mal dran gedacht, so einfach mal das ganze Gebet nur danken, was er mir alles geschenkt hat. Dass meine Familie gesund ist, dass mein Umfeld gesund ist. Sehr gut, wundervoll. Ich sag ja, du bist vom Geistlichen so weiter als manche, die im Erwachsenenalter sind. Das ist für mich unbegreiflich, dass du so jung bist und so Wörter aus dir sprechen. Das ist unbegreiflich für uns alle. Wirklich. Wir sind erstaunt. Also ich zumindest für meinen Teil kann so, ja. Danke. Ja, möge aus dir noch ein ganz großer werden, mein Kleiner. Amen. Amen. Okay, ihr Lieben, ich beende jetzt den Livestream. Ich tue dich jetzt raus. Gott segne dich, mein Lieber. Und du bist beim nächsten Mal, kannst du immer wieder hier reinkommen, ja? Werde ich. Gottes Gott segne euch alle. Und dich auch. Danke dir, ciao. Okay, tschüss. Wie süß, der kleine Hammer. Ey. Ich bin echt erstaunt, wirklich. Hut ab vor dem Kleinen, wirklich. Okay, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass eure Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind. Wenn ihr gefallen seid, steht auf und kämpft den guten Kampf wieder weiter mit Jesus Christus. Ich weiß, keiner von uns ist perfekt und wir alle haben unsere Schwächen, unsere Fehler, Sünden, die wir begehen. Aber in allem schauen wir auf den Herrn Jesus Christus, der uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. Haltet am Herrn Jesus Christus fest, egal was ihr in eurem Leben getan habt, und verleugnet ihn nicht. Das ist das Wichtigste von allen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Möge der Jesus Christus euch segnen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Geschenke. Danke für die Likes. Danke für alles. Auch ihr habt einen großen Teil dazu beigetragen. Möge der Herr euch alle reichlich segnen und ja euch das auch anrechnen, ne? Damit euer Lohn groß ist im Himmel. Gesegnet seid ihr, ihr Lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Amen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns, die wir dran glauben, ist es eine Gotteskraft. Amen. Gott segne euch. 1. Korinther 1, 18. Merkt euch das. Danke, 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 ihr Lieben. Ich wünschte, ich könnte noch weitermachen, aber ich bin leider schon wirklich, langsam tilt. Ich muss auch schlafen und Dr. Sheikh Abu Amir muss langsam Hayabubu machen. Dr. Sheikh Abu Amir muss Hayabubu machen. Der Bär muss Hayabubu machen. Okay. Ja, tut mir leid an diejenigen, die jetzt gerade noch hier rein wollten. Sorry, dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Verzeiht mir und Gottes Segen euch, ihr Lieben. Amen, Habibi. Okay. Danke, 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 ihr Wundervollen. Und schlaf gut und möge der Herr euch, ja, immer segnen, behüten und beschützen. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.